Willkommen bei Shuffle Feature, dem Zufallsfilm-Podcast. Ihr hört hier den Sven. Hallo Sven und den Olli, das bin ich. So, ja, es ist schon wieder knapp einen Monat rum. Wir haben wieder ein bisschen was an Filmen geguckt. Wir haben auch unsere zwei Shuffle-Filme natürlich pflichtgemäß absolviert und ja, wir reden drüber. Und ich würde sagen, legen wir direkt los. Und wie immer lasse ich dem Sven gerne den Vortritt. Dann sag uns doch mal, was hast du Schönes gesehen, was du uns empfehlen oder wovor du uns warnen möchtest? Ja, okay. Also ich fange dann mal an mit einem Film, den ich gestern eher zufällig geguckt habe, den ich eigentlich auch für diese Sendung gar nicht vorgesehen hätte. Der Film heißt The Hidden und hat den schönen deutschen Untertitel Das unsagbar Böse. Kennst du den, Olli? Nee, sagt mir spontan nichts. Okay, ist von 1987 von Jack Shoulder, kennt man auch nicht. Der hat bislang oder hatte damals auch, würde sagen, keine Hits gehabt. Der hat irgendwie den zweiten Nightmare on Elm Street gemacht, den zweiten Wishmaster. Also irgendwie nichts Besonderes. Und ich habe den Film gestern Abend nur geguckt, weil ich davor von einem Film so abgenervt war. Und das war The Other Lamb. Und der war so unsagbar langweilig, dass ich gedacht habe, ich brauche irgendwie ein bisschen Action. Und dann habe ich bei Sky geguckt, was da demnächst rausfliegt. Und dann habe ich The Hidden gesehen und hätte ich mir gar nicht angeguckt. Eigentlich, weil Hauptdarsteller ist Kyle MacLachlan oder wie man ihn auch immer ausspricht. Ach hier, Twin Peaks, ne? Twin Peaks, genau. Und ich meine, der ist ja jetzt auch nicht bekannt dafür, dass er die ganz großen Hits abseits von Twin Peaks hatte. Aber dann hatte ich bei Letterboxd geguckt und der hatte da ziemlich gute Bewertungen gehabt. Dann habe ich gedacht, okay, guckst du rein. Und ja, ich war ziemlich begeistert von dem Film und habe mich gefragt, warum ich den damals, ich meine 87, da war ich 13. Gut, da war ich vielleicht noch ein bisschen jung, aber dass ich diesen Film nicht irgendwann Anfang der 90er mal gesehen habe, fand ich schon komisch. Okay, vielleicht war der Film auch nicht so groß, wie ich das vielleicht vermuten würde. Aber gut, ich habe es ja jetzt nachgeholt und bin eigentlich froh darum. Bei dem Film geht es darum, dass am Anfang sieht man einen Typen einen Banküberfall machen und relativ selbstbewusst guckt in die Kamera, nicht verkleidet oder so. Läuft da rum, knallt die Leute ab, nimmt das Geld mit und flüchtet im schwarzen Ferrari. Also sehr unauffällig alles. Und fährt dann los, macht erstmal Heavy-Metal-Musik an und rast dann durch die Stadt und die Polizei verfolgt ihn. Und ja, also die Verfolgungsjagd ist erstmal schon nicht schlecht und mit dem Ferrari sowieso. Und der macht da auch keine Gefangenen, da wird alles überfahren, was irgendwie über die Straße läuft, also ein bisschen GTA-Style-mäßig. Und irgendwann wird er aber gestoppt, weil die Polizei dann irgendwie so eine Barrikade da aufbaut und der fährt auf die zu und die ballern auf ihn ein und wird mehrfach getroffen und durchbricht dann zwar mit seinem Ferrari da diese Polizeisperre, aber kommt dann zum Stehen und wird dann nochmal, muss mehrere Schüsse noch einstecken und da habe ich eigentlich gedacht, gut, wird er wohl tot sein, ne? Das Auto explodiert auch noch, aber nee, weit gefehlt. Er landet im Krankenhaus und hat anscheinend überlebt. Schon mal komisch, ne? Ja, und dann kommt Kyle MacLachlan als junger FBI-Agent um die Ecke und kommt zur örtlichen Polizei und sucht genau diesen Typen, der den Banküberfall gemacht hat. Und die Polizei dann ist ja sowieso erstmal negativ eingestellt gegenüber FBI-Agenten gewesen und sagt, ach, kannst du wieder nach Hause gehen, den haben wir schon verhaftet. Ja, und er scheint da aber trotzdem besorgt zu sein und fragt dann, wo der ist und die sagen dann hier im Krankenhaus und dann rennt er dahin. Und warum ist er besorgt? Das sehen wir dann in der nächsten Szene. Und das ist jetzt kein Spoiler, weil das passiert alles noch in den ersten 10 Minuten.
Weil der Typ, der da den Banküberfall gemacht hat, der steht auf und der hat einen Zimmernachbarn, der liegt da und scheint irgendwie nicht bei Bewusstsein oder so zu sein. Auf jeden Fall beugt er sich über ihn und aus dem Mund des Bankräubers kommt so ein oktopusartiges Wesen. Also ist quasi ein bisschen ähnlich wie bei The Autopsy von Dings hier, von Guillermo del Toro in der Serie, also wo ein Wesen einen Körper übernommen hat, quasi. Hast du jetzt auch schön gespoilert. Ja, ja, das stimmt auch wieder. Weil wir gerade drüber gesprochen haben. Ja, gut, das stimmt. Auf jeden Fall. Wenn ich dran denke, blende ich eine. Nee, Spoilerwarnung kann ich schlecht einblenden. Egal, Ja, habe Pech gehabt. ja, Pech Aber es ist ja gehabt. eine der ersten Folgen. Die Leute, die es interessiert, werden es ja wahrscheinlich schon gesehen haben. Ja, genau. Auf jeden Fall, ja, ist das halt das Grundprinzip. Also dieses komische außerirdische Wesen übernimmt dann die anderen Körper. Und ja, damit geht es erstmal weiter. Und ja, der FBI-Agent ist dann quasi mit einem, ist ein bisschen so Buddy-Cop-mäßig, läuft das Ganze dann ab. Er kriegt dann halt von der Polizei einen zur Seite gestellt, der mit ihm dann dieses Wesen sucht, wobei der Polizist erstmal gar nicht weiß, dass es sich um ein außerirdisches Wesen handelt, sondern einfach denkt, das sind irgendwelche komischen Bürger, die plötzlich durchdrehen oder so, weil diese Person, die dann also in dem Krankenhaus quasi dieses Alienwesen in sich aufnimmt, verhält sich dann auch komisch. Insofern, dass es erstmal gleich in so einen Laden reingeht und einen riesen so einen Kassettenrekorder klaut, weil er hört ja gerne Heavy-Metal-Musik und den Besitzer erstmal zusammenschlägt, sodass der sogar stirbt. Also der Film, sage ich mal so, macht keine Gefangenen, ist typisch 80er-mäßig, übertrieben, und ja. Es gibt keine Langeweile, der Film geht etwas knapp über 90 Minuten und war seinerzeit, habe ich nachgeguckt, auch indiziert aufgrund der Brutalität, obwohl es aus heutiger Sicht eigentlich eher lächerlich ist. Es wird eigentlich nur geschossen, aber die Personen müssen meistens viele Schüsse über sich ergehen lassen. Also vielleicht war das ein bisschen anstößig damals. Und zum Schluss gibt es noch mal eine Szene, die vielleicht auch ein bisschen zu viel des Guten war. Ja, und es gibt noch, zum Schluss gibt es auch noch einen ganz netten Twist, und erwähnen kann ich auch noch, dass Danny Trejo auch mitspielt in einer Mini-Nebenrolle. Und was spielt er? Natürlich einen Knastinsassen. Ja, passt So wie natürlich auch Kyle ein bisschen. MacLachlan den FBI-Agenten natürlich spielt, auch ein bisschen Genau, typecast, ne? das passt so ein bisschen. Und das, aber ich muss noch dazu sagen, also McLachlan ist insofern gut besetzt, weil er in dieser Rolle des FBI-Agenten auch so ein bisschen, er kommt ein bisschen roboterhaft daher und wirkt ein bisschen mysteriös. Und das passt ja wahrscheinlich so ein bisschen zu dieser Twin Peaks-Geschichte, weil ich meine, Twin Peaks war vorher, ne? 84 oder so. Ich meine auch, ja. Ich Ja. habe zu meiner Schande ja Twin Peaks auch noch nie komplett gesehen. Ich habe mir die Box mal irgendwann gekauft vor ein paar Jahren und mal angefangen und bin dann aber aus irgendeinem Grund irgendwie rausgekommen und Ja. ja, ich glaube, wenn ich wieder einsteige, muss ich mir den Anfang nochmal angucken, weil ich habe eigentlich fast alles vergessen. Aber ich finde die auch heutzutage nicht so leicht zugänglich, sage ich mal. Aber war sie vielleicht Ja. damals auch schon, ne? Ja, ich meine, ich habe das auch nie so richtig zu Ende geguckt. Fand das zwar irgendwie faszinierend, aber vielleicht müsste ich es heutzutage nochmal gucken. Aber auf jeden Fall spielt er auch eine mysteriöse Rolle. Also er agiert auch so ein bisschen, also in Gesprächen ist er immer so komisch zurückhaltend. Es gibt auch so eine komische Szene mit der Tochter von seinem Buddy-Cop-Kollegen, wo er auch so komisch sie anguckt. Also ist alles ein bisschen merkwürdig. Das passt auf jeden Fall ganz gut zu ihm. Und ja,
Also für einen 80er-Jahre-Actionfilm, wenn man das Gehirn ausschalten will und sich einfach nett unterhalten will, dann kann man den gucken. Es gibt auch noch weit, also der Ferrari am Anfang, dann der McLaughlin fährt einen Porsche. Auch, also es gibt einiges zu gucken für Leute, die alte Autos, alte Luxusautos gerne gucken oder sich angucken. Gibt es auch was zu sehen und von daher fand ich das eigentlich einen ganz coolen Film. Und ja, wie gesagt, gibt es bei Sky, aber ich glaube, da stand nur noch ein Tag. Aber meistens ist es ja so, wenn die bei Sky verschwinden, dann landen die irgendwie ein paar Tage später woanders bei Amazon oder Netflix oder was weiß ich. Okay, ja, ich hatte gerade Weil schon nachgeguckt parallel, weil ich den prinzipiell auch dann interessant finde. Da stand Sky und Wow, aber es ist wahrscheinlich, ist ja eh eins, ne? Wird dann wahrscheinlich parallel auch dann bei Wow rausfliegen, könnte ich mir vorstellen, ich oder? glaube, das ist so, ja. Ja, Ja. Wow ist ja irgendwie das neue Format von Sky für Leute, die nicht diese klassischen Abos haben, sondern das ist ja so ein bisschen, sag ich mal, Netflix-mäßig, ne? Wo du dann quasi ein Film- oder Serienpaket abonnieren kannst, aber auch monatlich kündbar, ne? Nicht so wie das bei Sky ist, Okay. wo du dann quasi 12 oder 24 Monatsverträge abschließt, ne? Ja, ich hatte tatsächlich nur einmal Sky Ticket benutzt, was ja, glaube ich, dann auch so eine Art Ein-Monats-Abo ist dann nur für Sky, ne? Und ohne Ja. irgendwelche Pakete. Das fand ich tatsächlich sogar noch einigermaßen okay. Das habe ich, glaube ich, damals genommen, um Wonder Woman 1984 zu sehen. Da war das, glaube ich, als Premiere im Streaming. Ja, aber sonst habe ich mit Sky nicht viel am Hut und mir reichen auch meine Abo-Services, die ich so habe. Aber das ist jetzt ein anderes Thema, das wollen wir jetzt nicht aufmachen, das Ja, Fass. ich habe ja auch nur Sky wegen Fußball und was ganz nett nebenbei ist, dass bei Sky nicht, also mir geht es nicht um die neuen Filme, die da teilweise kommen, sondern die haben ja halt auch viele 80er oder 70er, 80er, 90er Filme noch in der Bibliothek, die es woanders teilweise nicht gibt. Ja, okay, dann werde ich mal gucken müssen, ob sie hidden irgendwo auftaucht. Aber das ist ja das Gute. Übrigens hier nochmal kleine Werbung in Anführungszeichen. Also wir kriegen nichts dafür. Aber wir benutzen halt beide Letterboxd, habe ich ja hier und da auch schon mal erwähnt. Wenn man sich bei Letterboxd Filme, die man sehen möchte, auf die Watchlist setzt, dann bekommt man auch automatisch eine Benachrichtigung von der App, wenn der Film irgendwo auf einem Streamingdienst, den man hat, auftaucht. Das ist also auch ganz praktisch. Man verpasst dann also sowas nicht. Man muss nicht dauernd gucken, wo kann ich das und das sehen, sondern kann einfach alles Interessante auf seine Watchlist setzen und dann kriegt man das dann schon mit. Das fand ich auch ganz nett. Ja, genau. Bei Amazon gibt es den auch. Aber gestern habe ich gesehen, gab es den nur zu leihen für 3 oder 4,99. Also dafür würde ich ihn jetzt vielleicht auch nicht ausleihen. Aber manchmal gibt es den ja auch vielleicht für 99 Cent oder vielleicht landet der ja auch im Prime-Abo irgendwann. Genau. Und ansonsten halte ich mal beim nächsten Mal, wenn ich bei Rebuy oder so unterwegs bin, mal die Augen offen, wenn ich es nicht vergesse, weil. Also, wobei, da könnte ich mir beim nächsten Mal einfach die Watchlist mal nebenbei aufmachen und dann danach gezielt suchen. Aber das ist natürlich sehr viel aufwendiger, als einfach zu warten, bis er irgendwann beim Streaming auftaucht. Mal gucken. Ich glaube, so eilig habe ich es jetzt nicht, aber prinzipiell bin ich nicht abgeneigt. Ich habe auch irgendwie leichte Assoziationen mit irgendwas gehabt, was ich früher mal gesehen habe. So. Cop, der irgendwelche Leute jagt, aber noch nicht weiß, dass da noch mehr dahinter steckt, so wie Aliens oder sowas oder Dämonen. Ganz entfernt so ein bisschen der Dämon, glaube ich, ne? Oder nur Dämon hieß der mit Denzel Washington, den ich übrigens auch ganz gut fand damals. Also den Film mit, ich glaube, John Goodman war da, meine ich, noch bei. Aber ist lange her, kann mich auch irren. Auf jeden Fall Denzel Washington kann ich auch nur empfehlen. Ein Cop, der einen Dämon jagt, der quasi von Körper zu Körper springen kann. Ja. Und ich glaube, der wusste am Anfang auch noch nicht, dass es sich da um einen Dämon handelt. Aber da kann ich mich jetzt irren. Ja. Ja, diese, sag ich mal, Body Snatchers Thematik finde ich sowieso ganz cool. Also, wenn solche Sachen von einem Körper zum anderen springen und die natürlich auch ihre Verhaltensweisen dann ändern, so ist es in dem Film halt auch, dass diese Leute dann natürlich etwas anders unterwegs sind, als sie vorher. Eine Sache kann ich noch ergänzen. Irgendwann kommt es natürlich auch dazu, dass er
Er landet irgendwann in so einer Stripbar. Und wie sollte es anders kommen? Er springt natürlich in den Körper einer Stripperin und Natürlich. sorgt natürlich auch für Erheiterung dann. Ja. Also von daher, das ist nicht schlecht gemacht. Ist halt für einen 80er-Film, 80er-Jahre-Film aus heutiger Sicht ziemlich weit drüber. Würde so nie mehr gemacht werden, aber das ist ja auch das Coole manchmal. Ja, das ist so ein guter Anfang gewesen, möchte ich sagen. Also The Hidden von 1987 von Sven, 4 Sterne von 5 auf Letterboxd, sehe Ja, ich es gerade. gibt, mir fällt auch nur ein, es gibt noch einen anderen The Hidden. Ich meine irgendwie aus den 2010er Jahren irgendwie mit Alexander Skarsgård oder so. Ich meine, da hätte ich auch mal was gesehen, wo der irgendwie in so einem Bunker unter der Erde wohnt. Also darf man nicht verwechseln. Man Okay. muss auf Ja. das Erscheinungsjahr achten. Ja, so ein Hinweis ist immer gut. Ich sage nur ganz berühmt, Veronica damals. War ja so ein Geheimtipp im Horrorgenre, der auf Netflix lief. Und zeitgleich lief aber, glaube ich, auf Netflix noch ein Film, der Veronica hieß, auch aus dem Horrorgenre, der aber ziemlich schlecht war. Und viele Leute haben aus Versehen den falschen Film geguckt. Den habe ich aber selber auch noch nicht gesehen, also weder den schlechten noch den guten. Habe ich aber auch noch auf der Watchlist. Muss ich auch mal irgendwann nachholen. Aber ja, genau, auf jeden Fall immer darauf achten, dass es nicht einen anderen Film mit dem Titel gibt. Gut, okay, dann bist du ja, glaube ich, fertig, ne? Dann würde ich mir jetzt einen aussuchen. Ich habe extra gerade noch mal geguckt, wann wir aufgenommen haben. Das war am 3.10. Das heißt, ich kann alles nehmen, was danach kommt aus meiner Liste. Einen Film, den würde ich jetzt nicht nehmen, den will ich nur kurz anschneiden, weil du ihn, glaube ich, in der letzten Sendung, in der letzten Ausgabe, meine ich, empfohlen hast. Den habe ich danach dann geguckt. Korrigiere mich erstmal, ob wie gut du ihn fandst. Always Shine. Ja, ich glaube, das war bei der ersten Folge. Oder sogar bei der ersten, ja, guck mal. Ja, ich habe gesehen, Dann. dass du den gesehen hast, aber nicht so gut fandest. Richtig. Also du hattest ihn ein bisschen besser bewertet, glaube ich, Ja, als ich, ich ne? fand ihn jetzt auch nicht super, aber ich fand ihn zumindest interessant. Aber da jetzt, wo wir das gerade nämlich kurz vor der Aufnahme das Thema hatten, da kommt natürlich dazu, dass unser Wertesystem ja, nicht Werte, sondern Wertungssystem ja so ein bisschen anders läuft. Das nochmal zur Erklärung. Also vielleicht sind wir dann da gar nicht so weit auseinander, weil wenn ich einem Film 2 Sterne gebe, ist der immer noch guckbar und okay. Bei Sven ist er dann, glaube ich, schon eher im unteren Segment angesiedelt, also eher schlecht. Und von daher, ja, für mich war er okay, aber ja, mich hat er nicht so ganz überzeugt. Ich möchte da jetzt nicht ins Detail gehen, warum. Das wäre so ein Spoiler. Da können wir aber vielleicht später nochmal privat drüber sprechen. Ich wollte es nur einmal angesprochen haben. Also, wir gucken auch hier und da Filme, die der andere mal empfohlen hat oder so. Und das war halt hier der Fall. So, jetzt nehme ich aber mal einen Film, den ich gut bewertet habe. Und vielleicht auch einen, den wir beide geguckt haben, sehe ich gerade. Und zwar habe ich gesehen, jetzt geht's wieder los, Dual oder Duel. Duel müsste es heißen, glaube ich, Duel. Ein Science-Fiction-Film, ganz grob, würde ich sagen. Mit Karen Gillan in der Hauptrolle, also hier Nebula aus den Marvel-Filmen oder Amy Pond aus Doctor Who unter anderem oder die rothaarige Dame aus Jumanji, dann wissen, glaube ich, die meisten, wer gemeint ist, spielt hier eine Doppelrolle. Und jetzt will ich natürlich aufpassen, nicht zu viel zu spoilen. Es geht darum, in der Welt, in der dieser Film spielt, so, die ist quasi. Eigentlich, wenn du mir zustimmen würdest, so im Großen und Ganzen wie unsere Welt heute, aber halt so insofern Science Fiction, als dass es halt Klontechnik gibt. Aber sonst habe ich da keine großen Unterschiede zu uns, zu unserer Welt wahrgenommen. Also es ist jetzt keine fliegenden Autos oder ähnliches. Ja, Also. das stimmt. Und dass die Leute irgendwie emotional anders unterwegs sind. Ja, scheinbar. Naja, auf jeden Fall, genau. Die Story ist halt, sie ist in einer, ja, nicht so idealen Beziehungen, wie man mitkriegt. Also das ist halt so ein bisschen alles abgekühlt. Das ist aber jetzt auch am Anfang erstmal irrelevant. Aber man merkt schon, ihr Leben läuft jetzt nicht besonders rund. Und weil das noch nicht genug ist, kriegt sie halt eines Tages die Diagnose von ihrer Ärztin, dass sie eine tödliche Krankheit hat und nicht mehr lange zu leben.
da kommt das mit der Emotionalität ganz gut, weil wie die Ärztin, wie emotionslos die Ärztin ihr das mitteilt und wie unsensibel, das ist auch schon ungewöhnlich gewesen. Und sie hat dann auch nichts Besseres zu tun, als ihr gleich zu sagen, hey, dann nutzt doch hier das, ich weiß nicht mehr, wie das Programm heißt, aber es gibt halt ein Klonprogramm, das den Sinn hat, dass Leute, die wissen, dass sie bald sterben, sich einen Klon von sich selbst machen lassen, diesen Klon dann quasi trainieren, also mit dem Klon zusammenleben, damit der Klon quasi alles lernen kann, was die Person ausmacht, um quasi die Persönlichkeit anzunehmen, mit dem Zweck, wenn das Original dann gestorben ist, quasi den Hinterbliebenen so als Ersatz zu dienen, damit die nicht so mit dem Verlust zurechtkommen müssen. Das ist so die Idee dahinter. Das Ganze ist auch nicht billig, sie nimmt dann auch einen Kredit auf dafür, und macht das Ganze. Versteht sich aber auch nicht so gut mit ihrem Klon, also am Anfang schon, aber mit der Zeit, also das zieht sich halt ja über mehrere Monate, mit der Zeit stellt sich dann heraus, dass ihr Freund den Klon irgendwie geiler findet als sie selber, weil der Klon dann halt doch irgendwelche Eigenarten entwickelt. Und weil das dann noch nicht genug ist, kommt dann, also das ist alles ziemlich am Anfang des Films, dann bekommt sie eines Tages die Nachricht von ihrer Ärztin, hey, wir haben uns vertan, du stirbst doch nicht. Ja, und jetzt ist eigentlich die Möglichkeit zu sagen, okay, dann stampft den Klon wieder ein, in Anführungszeichen. Aber der Klon hat das Recht, quasi dagegen vorzugehen und zu sagen, nee, ich will nicht sterben. Und ihr Klon macht das halt. Und das hat dann in dieser Welt, das sieht man übrigens direkt am Anfang in der Öffnungssequenz, die Konsequenz, dass es auf ein Duell zwischen den beiden hinausläuft. Und der Überlebende nimmt dann halt den Platz der jeweiligen Person ein. Ob jetzt Klon oder Original. So. Und dafür haben die halt Zeit, ich glaube ein Jahr oder so, oder ein halbes, ist auch egal, auf jeden Fall eine gewisse Zeit, sich vorzubereiten, zu trainieren für diesen Zweikampf, der dann in irgendwelchen Sportarenen oder also auf dem Footballfeld von der örtlichen Highschool oder an ähnlichen Orten ausgetragen wird. Und ja, sie trainiert dann halt dafür und da würde ich aufhören mit der Beschreibung des Films, um nicht zu viel vorwegzunehmen. Ich würde nur sagen, der Film macht ein paar Sachen, mit denen ich nicht gerechnet hätte. Also ich hatte wirklich damit gerechnet, dass es dann quasi auf ein krasses Action-Ding hinausläuft, wo sich zwei Personen, also Klon und Original, bekriegen. Und das war auf jeden Fall nicht so. Da passiert einiges noch, womit ich jetzt nicht gerechnet habe. Und im Großen und Ganzen fand ich den Film dann ganz gut. Ich habe ihm 3 von 5 Sternen gegeben. Er ist vielleicht etwas ruhiger, als man erwarten würde. Wie gesagt, das ist jetzt nicht das Actionfest, mit dem ich gerechnet hätte. Aber insgesamt fand ich es eine interessante Idee, eine gute Umsetzung, sowohl optisch als auch von den Darstellern her. Und mal wieder was ganz anderes und wie ich so oft gerne sage, mal ein besonderes Filmerlebnis, was man nicht so alle Tage hat. Und deshalb wollte ich den mal empfehlen, ja, für Leute, die mit Sci-Fi was anfangen können und mal was sehen wollen, was nicht so dem Mainstream entspricht. Ja, das wäre so meine Zusammenfassung. Jetzt würde ich dich fragen, ob du noch irgendwas hinzufügen möchtest. Ja, das hast du gut zusammengefasst. Ich Danke. würde vielleicht noch mal auf dieses Gespräch am Anfang mit der Ärztin eingehen. Ja. Ist ja echt tatsächlich kurios gewesen, weil sie fragt ja die Ärztin, ja, wie groß ist denn die Wahrscheinlichkeit jetzt, dass es zu Ende geht? Und sie sagt 98%. Und dann sagt sie doch so, ja, aber da sind doch noch 2% quasi Hoffnung. Und dann sagt die Ärztin so, ja, aber das ist doch nur eine statistische Zahl, 2%. Das ist Die quasi, Fehlerquote. das ist die Fehlerquote, das ist ja quasi nichts, ne? Und nachher, wo sie ihre Ärztin dann wieder trifft und die Ärztin dann sagt, ja, sie werden doch nicht sterben, sagt sie, ja, wir haben ihnen doch gesagt, dass sie eine 2%ige Überlebenschance haben. Ja, das fand ich auf jeden Fall ganz witzig. Ja, stimmt. Ja, also so ein schwarzer Humor ist da auf jeden Fall auch drin. Oder etwas morbide. Und ja, wie Ja. gesagt, etwas Besonderes. Der Humor, finde ich, ist so ein bisschen wie die Yorgos Lanthimos-Filme. Ja, so ein subtiler Humor, der sich so eher aus den Situationen ergibt. Und jetzt Ja. keine Schenkelklopfer, ne? Ja, es sind Absurditäten. Also jede Szene, die gezeigt wird, ist nicht normal. Also nicht das, was wir in unserem normalen Leben, glaube ich, so erwarten würden.
Also es gibt immer irgendwie was Komisches, sei es nun am Anfang, als ihr Freund da anruft, guckt sie, glaube ich, ein Porno, ne? Irgendwie so einen komischen. Ja, genau, ja, stimmt. Also das war ja schon mal ein komischer Einstieg. Und ja, jedes Gespräch war ja irgendwie absurd. Und wir spoilern ja nicht, auch das Ende fand ich lustig, muss ich sagen. Und Ja. ich fand den Film eigentlich sehr gut. Ich habe den sogar 4 Punkte gegeben oder 4 Sterne gegeben. Und fand ja, ich habe jetzt er hat ja vorher gemacht, The Art of Self-Defense, hieß der, glaube ich, ne? Das passt auf jeden Fall sehr gut, weil die haben so ein paar Parallelen dann, Ja, ja. den habe ich nicht gesehen, weil ich irgendwie, ich glaube, da spielt Jesse Eisenberg mit, ne? Ja, Weil da die hatte ich irgendwie Hauptrolle. Angst vor. Und deswegen hatte ich den noch nicht geguckt, aber den werde ich mir auf jeden Fall dann auch angucken. Aber davor den Film, den hatte ich dir, glaube ich, schon mal erzählt. Falls hieß der. Es ist halt so Den ein kenne ich kleiner. nicht. Ja, den kann ich auf jeden Fall auch empfehlen. Der ist jetzt vielleicht nicht so vom Humor wie Duel, sondern aber es ist halt auch irgendwie ein bisschen merkwürdig. Da geht es um eine Frau, die anscheinend bei einer Sekte war und irgendein Ermittler oder so versucht, hinter dieses Geheimnis zu kommen, was es da anscheinend gibt. Und der Film ist auch relativ ungewöhnlich, würde ich sagen. Und von daher muss man diesen Regisseur im Auge behalten, würde ich sagen. Riley Stearns heißt der Regisseur übrigens. Ja. Ich habe mir Falls auch gerade auf die Liste gesetzt. Übrigens für alle, die es hören, Falls nicht wie die Fälle, sondern wie die Fehler. Also Faults. Ja, da bin ich auch mal gespannt. The Art of Self-Defense wird dir dann, denke ich, auch gefallen. Trotz Jesse Eisenberg. Weil er auch ungewöhnlich ist. Ja. Und ich sag mal so, der geht noch etwas deutlicher auf schwarzen Humor als jetzt Duel. Weil, ja, würde ich jetzt schon sagen. Aber hat mir auch ganz gut gefallen, auch recht ungewöhnlich. Und eine kleine Sache, die ich noch spoilertechnisch erwähnen wollen würde, weil es jetzt kein inhaltlicher Spoiler ist, sondern nur von der Besetzung her. Das war nämlich eine positive Überraschung für mich, weil ich bin wieder ziemlich blind reingegangen in den Film. Außer dieser Geschichte, dass es um zwei Klone geht, wusste ich also nicht viel. Sie trainieren ja dann beide für dieses Duell. Und hier das Original der jungen Dame nimmt sich dann quasi, weil sie nicht viel Geld hat, ja, macht so einen Kurs bei so einem, ja, Martial Arts Experten oder Sicherheitsexperten in so einem Ja. kleinen Kabuff. Also und der wird halt gespielt von Aaron Paul, also hier Jesse aus Breaking Bad. Kann ja für den einen oder anderen vielleicht noch ein zusätzlicher Anreiz sein, sich den Film anzugucken. Weil auch eine sehr schöne Rolle, auch sehr schön gespielt und auch hier abstrus hier und da. Ja, hat sehr ungewöhnliche Methoden, Ja, um und ihr was wir sagen besseren. dazu nichts, aber auch, ich sag mal, wenn es um die Bezahlung geht, Ja. da kommen sie auch auf interessante Ideen. Ja. Mit denen ich nicht gerechnet hätte. Ich hätte was anderes erwartet. Ich glaube, jeder hätte was anderes erwartet als das, was es dann nachher wird. Aber ja, fand ich auf jeden Fall auch ganz, ganz witzig. Ja, das soll es aber zu Duels gewesen sein. Dann würde ich sagen, nimm du doch deinen nächsten Film. Okay, also ich könnte noch dazu erzählen, dass er bei mir auch auf der Liste war, weil ich mir nicht sicher war, ob du den dran nehmen wirst. Aber hast du jetzt gemacht. Aber ich habe natürlich Ersatzfilme. Ja, sehr gut. Okay, dann mache ich mal weiter mit The Good Nurse. Ist ein Ah ja. Film auf Netflix von Tobias Lindholm, also ein aktueller Film von 2022 Jessica mit Chastain, glaube ich, ne? Jessica Chastain und Eddie Redmayne. Ne? Ja. Gut, ich bin in diesem Hype-Universum von Eddie Redmayne nicht drin, aber ich habe irgendwie schon mitgekriegt, dass er ja unglaublich viele Fans hat, seit wahrscheinlich Fantastische Tierwesen oder was er Ich gemacht hat im glaube, Film. seit The Danish Girl. Oder auch da, ne? Auf jeden Fall ist es ja immer so der sympathische Dude, der alle begeistert. Und in diesem Film wird das vielleicht ein bisschen aufgebrochen. Es geht darum, dass Jessica Chastain spielt eine Krankenpflegerin namens Amy. Und ja, sie arbeitet viel, ist alleinerziehend mit zwei Töchtern.
und auch noch herzkrank. Und ja, tut halt alles dafür, dass sie sich und ihre Familie ernähren kann. Bekommt aber irgendwann auch vom Arzt gesagt, ey, sie können eigentlich nicht weiterarbeiten, sie müssen operiert werden. Und ja, sie kann sich das aber auch nicht leisten, weil sie keine Krankenversicherung hat, beziehungsweise noch nicht. Irgendwie die System in den USA scheint ja alles ein bisschen komisch zu sein. Es ist irgendwann die Rede davon, wenn sie noch 4 Monate länger diesen Job hat, dann kommt sie irgendwie in diese Versicherungsgeschichte rein. Also versucht sie halt diese Zeit noch durchzuhalten, aber sie hat halt immer wieder Probleme. Eines Tages bekommt sie einen neuen Kollegen namens Charlie, das ist dann Eddie Redmayne, und der ist super nett und sie verstehen sich total gut. Sie lädt ihn auch zu Hause ein, der hilft ihr bei ihren Kindern und die Kinder sind auch total begeistert von Charlie. Der bekommt dann auch irgendwann mit, dass sie diese Krankheit hat und sagt dann ja auch, hey, wir schaffen das schon und mach dir keine Sorgen und so weiter und so fort. Also es geht eher nicht so in Richtung, dass das Ganze jetzt so eine Liebesbeziehung wird, sondern die verstehen sich, sind halt super Arbeitskollegen, die sich halt auch irgendwie privat treffen. Ja, erwähnen sollte ich noch, dass das Ganze auf einer wahren Begebenheit beruht, was Okay. gleichzeitig irgendwie eine Schwäche von dem Film ist, komme ich später zu. Denn irgendwann kommt es jetzt dazu, die machen gemeinsam eine Schicht und am nächsten Tag, also die haben da so eine ältere Patientin, die sie da versorgen, und am nächsten Tag kommen sie an und diese ältere Patientin ist plötzlich tot. Und ja, es ist alles ein bisschen ungewöhnlich, weil sie eigentlich auf dem Weg der Besserung war und sie verstirbt plötzlich halt. Und Todesursache ist allerdings erstmal unbekannt. Und ja, dann vergeht ein bisschen Zeit, glaube ich. Und dann wird plötzlich seitens des Krankenhauses die Polizei eingeschaltet. Weil, wie gesagt, sie sich den Tod nicht erklären können und sie so anscheinend Angst haben, dass sie irgendwie vielleicht verklagt werden deswegen oder dass irgendwie ein dunkler Schatten auf dieses Krankenhaus fällt, wenn da plötzlich Leute sterben, wo man nicht weiß, wieso, weshalb, warum. Aber auf der einen Seite ist das Krankenhaus offensiv, schaltet die Polizei ein, auf der anderen Seite sind sie aber auch defensiv, was die Ermittlungen dann angeht. Dann kommen zwei Polizisten und wollen das Ganze aufklären, aber die Leute vom Krankenhaus versorgen sie nur mit den nötigsten Sachen, weil sie ja anscheinend auch nicht wollen, dass da vielleicht rauskommt, dass irgendeiner vielleicht nachgeholfen hat oder irgendeinen Fusch betrieben hat. Und ja, der Film spielt dann halt damit, ja, um diese Auflösung dieses Falles und später kommt es noch zu ähnlichen Unregelmäßigkeiten. Und ja, mehr würde ich erstmal nicht verraten wollen. Aber ich glaube, der normale Zuschauer wird dann schon relativ schnell erraten, woher der Wind weht. Sagen wir es so. Das ist, fand ich halt, dann nochmal ein bisschen drauf zurückzukommen, weil es nach einer wahren Begebenheit ist. Und man vielleicht in den letzten Jahren schon mal mitbekommen hat, was es so für Sachen gegeben hat im Krankenhaus, kommt man da relativ schnell drauf und ja, das ist, nimmt ein bisschen Spannung, finde ich, aus der ganzen Sache. Aber gut, trotzdem ist der Film gut gespielt, also von den beiden Schauspielern, muss ich sagen, hat mich sehr überzeugt. Der Film sieht auch gut aus. Und nachher kommt es auch dazu, dass so ein Eddie Redmayne dann mal so ein bisschen aus seiner Darling-Rolle rauskommen kann. Und das hat mir auch ganz gut gefallen. Ja, Spoiler. von daher würde ich sagen, ja, Spoiler, ja, genau. Also wie gesagt, das wird man relativ schnell auch mitkriegen, wohin die Reise geht. Aber Ja. trotzdem ist es cool gemacht. Okay. Für Ja, ich hatte Netflix mir den. also, ja.
Erzähl ruhig. Nee, genau, für Netflix-Film wahrscheinlich wäre ganz gut, wolltest du sagen. Ja. Ich habe ihn auch auf die Liste gesetzt, allein schon wegen der Besetzung, weil jetzt tatsächlich, wie du, bin ich jetzt nicht in der Eddie Redmayne Fanbubble, aber bei mir ist es halt eher Jessica Chastain. Auch wenn ich da jetzt nicht jeden Film von ihr gut fand, aber allein für Molly's Game hat sie bei mir immer so einen Bonus, Vorschusslorbeeren, sage ich mal. Und deshalb bin ich da geneigt, mir die Sachen anzugucken von ihr. Ja, Ja. ich habe. Welchen ich nicht so gut fand von ihr war Ava. Hast du, glaube ich, auch gesehen, ne? Dieser typische Spionage. Sie ist irgendeine Agentin und auf einmal ist dann ihre eigene Organisation gegen sie, bla bla bla. Also der hat mich nicht so Kann mich gar überzeugt. nicht mehr dran erinnern. Okay. Ja, ich wollte nur sagen, also ja, in den letzten Monaten habe ich relativ wenig Netflix geguckt. Und eigentlich wäre das fast von den ganzen Anbietern der erste gewesen, den ich vielleicht eines Tages auch mal kündigen werde. Aber in letzter Zeit kamen dann doch halt wieder interessante Sachen raus. Also nicht nur das, sondern auch diese Guillermo del Toro-Sache oder auch Im Westen nichts Neues, die Neuverfilmung. Ja, von daher lohnt es sich vielleicht aktuell wieder ein bisschen mehr dort reinzugucken. Ja, vielleicht kann man sich auch mal das werbefinanzierte Modell angucken. Wobei ich persönlich habe das für mich jetzt schon eher ausgeschlossen. Ich weiß nicht, ob du dir das mal angeguckt hast. Ja. Gibt es ja jetzt für 4,99 mit Werbung, aber halt dafür nur in 720p Auflösung. Und du hast nicht das ganze Sortiment. Klar, also ein paar lizenzierte Sachen sind da nicht drin. Ich hoffe mal oder gehe davon aus, würde mich überraschen, wenn nicht, dass dann wenigstens die ganzen Eigenproduktionen drin sind. Also ursprünglich, als es hieß, es kommt so ein Werbemodell, habe ich noch gedacht, ja gut, das wäre vielleicht noch eine Alternative für mich, weil ich auch überlegt hatte, Netflix als ersten der Anbieter zu kündigen. Aber es ist jetzt dann doch keine Variante für mich, weil, und dann habe ich nämlich noch gelesen auf der Netflix-Seite selber. Du hast dann, wie viele Minuten waren es? Also ich glaube, so umgerechnet, keine Ahnung, musst du mit so 5 bis 10 Spots in einer Stunde rechnen. Ja. Und je nachdem, wie die das schalten, habe ich da gar keinen Bock drauf. Wenn das dann ist so wie in Amerika, dass du alle 10 Minuten einen Werbespot hast, das nervt ja total. Also für mich wäre es okay gewesen, wenn die gesagt hätten, so, du guckst jetzt am Anfang 2 Spots, einen irgendwie mittendrin. Und nochmal einmal am Ende oder so, oder 2 mittendrin, dann hätte ich so gedacht, ja, gut, vielleicht, aber bei so viel Spots in einer Stunde ist mir das zu viel, plus dann die niedrige Auflösung und das eingeschränkte Angebot. Aber vielleicht für den einen oder anderen da draußen von Interesse. Also dann müsst, also wenn man das wirklich so macht, dann müsste das eigentlich quasi umsonst sein. Also Das würde ich dann nämlich aber dann noch 5 Euro dafür zahlen. Da ja. denke ich mir wieder, okay, für die 7 Euro, die ich dann spare, Ja. ist mir dann der Mehrwert nicht genug im Vergleich. Also, ja, naja, egal. du warst fertig, ne? Ja, genau. Dann würde ich nämlich aufgreifen, was du gesagt hast, weil ich würde dann nämlich jetzt keinen einzelnen Film reinnehmen, sondern mal ganz kurz allgemein. Du hast sie gerade angesprochen, denn 4 Filme auf meiner Liste jetzt, die alle 4. Na gut, dreimal eine 3-Sterne-Bewertung und einmal 2,5 von mir bekommen haben, also ganz gut, ist halt die angesprochene Serie von Guillermo del Toro, Cabinet of Curiosities. Also ja, für so Horror-Fans, sage ich mal, jetzt von dem bisschen, was ich gesehen habe, ich glaube, es sind 8 Folgen insgesamt momentan draußen. Die ersten 4 haben mir also im Großen und Ganzen schon mal ganz gut gefallen und da würde ich sagen, da kann man mal einen Blick riskieren. Also die erste Folge hat so ein bisschen Abzug bekommen, weil sie, wie du auch vorhin im Vorgespräch schon hier und da gesagt hast, ein bisschen zu lang ist und das Ende hat mich nicht so überzeugt. Und bei den anderen 3 Folgen, die fand ich dann ein bisschen besser, aber auch da gab es bei ein oder 2 Folgen, die hätte man auch ein bisschen kürzen können. Also die gehen alle so eine Dreiviertelstunde bis Stunde. Und hier und da hätte man vielleicht 5 bis 15 Minuten trotzdem noch kürzen können. Aber im Großen und Ganzen doch eine ganz interessante und vor allen Dingen gut produzierte Serie, wie ich finde. Und deshalb wollte ich die mal so nebenbei erwähnen. Möchtest du dazu noch was ergänzen, bevor ich dann den nächsten richtigen Film nehme? Nee, ich glaube, du hast alles gesagt. Ich finde die auch ganz prima. Ich mag das, wenn so Anthologie-Serien und die Ausstattung ist halt super. Man erkennt, dass das irgendwie der Toro schon seine Finger da drin gehabt hat. Das sieht alles ganz prima aus. Natürlich sind das jetzt keine Riesengeschichten.
eher so Gruselgeschichten, wie die zweite zum Beispiel mit den Gräbern und so. Vielleicht ein bisschen oldschooliger, als man das Die hat mir aber heutzutage. tatsächlich unter anderem am besten gefallen, gerade deshalb. Ja. Genau, weil ich habe das auch schon zu Kollegen gesagt, es ist tatsächlich, wir haben es jetzt gerade nur nebenbei, oder du hast es erwähnt, ich habe es vergessen, es ist eine Anthologieserie, also du hast keine richtige Serie, sondern es sind einfach nur mehrere Kurzfilme, wo Del Toro einfach am Anfang immer so eine kleine Einleitung gibt, so Hitchcock-mäßig, und dann kommt der Kurzfilm. Es ist also nichts Zusammenhängendes groß, jetzt auf jeden Fall augenscheinlich erstmal nicht. Und das Ganze ist dann jeweils von einem bekannten, namhaften Regisseur inszeniert, also jede einzelne Folge. Und das Konzept gefällt mir auch ganz gut. Und wie du schon sagst, es sind eher so klassische kleine Gruselgeschichten. Mich hat es erinnert an die Gespenstergeschichten in den Comics früher, wenn man sowas verfilmen würde, oder auch hier so Hörspielserien wie Geisterschocker oder ähnliches. Also mit Ja. sowas muss man da rechnen, aber halt hochwertig produziert und umgesetzt. Ja. Genau. Ja, also Empfehlung von uns beiden bis hierhin. Wir haben, ich glaube, du hast 3 Folgen gesehen, ich 4. Kann man auf jeden Fall mal einen Blick riskieren. Wenn man Netflix hat, kostet es ja nichts. Ja. So, jetzt zum nächsten Film. Ach komm, wenn ich schon dabei bin, was nebenbei zu erwähnen, möchte ich noch einen Film nur mal ganz kurz erwähnen, dass ich ihn gesehen habe, denn den hast du auch letztens schon vorgestellt in der letzten Folge. Deshalb würde ich da jetzt nicht inhaltlich drauf eingehen. Ich habe jetzt auch inzwischen The Innocence gesehen und ja, kann mich nur anschließen. Ein sehr guter Film, auch wieder etwas ungewöhnlicher. Ich habe dem Ganzen 4 Sterne gegeben und wer da inhaltlich mehr zu wissen möchte, kann ja die letzte Folge hören, wenn er oder sie es noch nicht gemacht hat. So, dann habe ich das aber jetzt abgehakt und jetzt nehme ich wirklich einen eigenen Film von der Liste. Und da wird es auch langsam eng, weil ich hatte nicht so viel Glück, auch nicht großes Pech, aber ja, komm, ich nehme den 3,5-Sterne-Film, den ich hier noch habe, bisschen was anderes hier stimmungsmäßig reinzubringen. Ich habe einen Animationsfilm gesehen, von dem Sven ja ein Riesenfan ist. Ja. Ich habe The Bad Guys geguckt, oder wie auf Deutsch heißt, die Gangster Gang, glaube ich. Ja, Das würde mich schon mal ein abschrecken. Ja, der deutsche Titel ist halt ein bisschen komisch, aber The Bad Guys ist eine, ja, Animationskomödie, also 3D animiert. Schöner Stil. Ich sag mal, geht in Richtung Pixar, nur dass du noch ein bisschen gezeichnete Linien hier und da drüber gelegt hast. Also erinnert teilweise, oder mich zumindest, an Spider-Man Into the Spider-Verse hieß er, genau. Und inhaltlich ist es quasi so eine Mischung aus Ocean's 11 und Zootopia. Denn du hast eine Welt, die von anthropomorphen Tieren, nee, anthropomorph heißt es, glaube ich, ne? Anthropomorphen Tieren, also vermenschlichten Tieren bevölkert wird, die halt auf 2 Beinen größtenteils rumlaufen. Aber auch nicht alle, das ist dann immer so ein bisschen nicht ganz durchgezogen. Aber es geht quasi um die Bad Guys. Das sind also die, die eigentlich immer die Schurken sind. Das ist eine kleine Gruppe von Gangstern, angeführt vom großen bösen Wolf, der so ein bisschen George Clooney-mäßig, Danny Ocean-mäßig rüberkommt. Und jetzt weiß ich nicht, ob ich alle zusammenkriege. Da in der Gruppe ist noch eine Schlange, eine Spinne, die ein Hacker ist natürlich, weil sie viele Beine hat und da super mit hacken kann. Dann ein Nilpferd, meine ich. Jetzt bin ich mir aber gar nicht sicher. Ich glaube, ein Nilpferd, das halt Meister im Verkleiden ist, was schon total bescheuert ist, weil sich das Nilpferd dann einfach einen Schnäuzer anklebt oder ähnliches. Und wer ist noch im Bunde? Es war, glaube ich, noch jemand dabei, aber da hört schon bei mir auf. Ich muss mal gerade noch mal das Titelbild angucken, um mein Gedächtnis aufzufrischen. Ach Quatsch, es ist kein Nilpferd, es ist ein Hai. Wie konnte ich das vergessen? Es ist ein Hai. Genau, Nilpferd ist ja auch nicht so ein typischer Bösewicht. Also wir haben ein Hai, eine Schlange, eine Tarantel, einen Wolf und das letzte war ein Piranha, die aber alle rumlaufen und quasi, ja, Dinger drehen, wie es so schön heißt. Also, und heißt, ist auch ein großes Stichwort, das ist also ein Heist-Movie. Sie planen also ihr nächstes großes Ding. Ich will jetzt nicht zu sehr auf den Inhalt eingehen, weil A, ist es nicht so wichtig und B, kriege ich nicht mehr alles zusammen. Aber sie planen bei einer Preisübergabe den Preis zu klauen. Und zwar soll Professor Marmalade, also Dok Professor Marmelade, ist ein Meerschweinchen, das quasi so der
alles für das Wohl der Menschheit in Anführungszeichen tut und da ausgezeichnet werden soll. Und diesen Preis wollen sie halt bei dieser entsprechenden Gala klauen. Und das klappt auch alles eigentlich erstmal ganz gut. Aber kleiner Spoiler, am Ende werden sie dann doch live auf frischer Tat ertappt. Und Professor Marmalade erklärt sich bereit, zu versuchen, die Gangster zu resozialisieren. Also sie sollen in Nettigkeit unterrichtet werden, um dann quasi bei, ich habe übrigens gerade Quatsch erzählt, ist glaube ich nicht der Preis mit der Auszeichnung, den sie klauen wollen, das ist irgendwas anderes. Egal. Also sie sollen dann zu einem gewissen Event präsentiert werden als geläutert und ja, wie das Ganze so läuft, ist eigentlich egal, möchte ich nicht näher darauf eingehen. Es ist auf jeden Fall witzig, es ist, hat schöne Dialoge, Slapstick-Comedy, sieht super aus und hat auch in der Story so ein bisschen ein paar Wendungen drin, die man hier und da kommen sieht, aber teilweise dann trotzdem überraschend sind. Ist einfach sehr gut gemacht. Also wer Heist-Movies mag und Animations-Comedy, der ist eigentlich hier ja, an der richtigen Adresse. Also wie gesagt, er kommt nicht ganz an Zootopia ran, aber in die Nähe, sage ich mal, inhaltlich. Oder von der Umsetzung. Deshalb kann ich den eigentlich nur empfehlen. Ja, das war jetzt sehr holprig, weil ich ihn tatsächlich nicht mehr so zusammenkriege. Aber ich hatte durchweg Spaß bei dem Film. Und deshalb, Freunde von Animationsfilmen, können gerne mal reingucken. Ich habe mir den für 99 Cent bei Amazon geliehen. Jetzt mittlerweile, weiß ich nicht, kostet er, glaube ich, Normalpreis. Aber ich denke mal, hier und da wird er irgendwann auch für lau im Sortiment landen. So. Das war meine holprige Analyse, Review zu The Bad Guys von ja, 2022 übrigens. Hört sich ja nicht schlecht an. Das mit dem Hai, das hat mich so ein bisschen an Suicide Squad erinnert, weil du hast gesagt, King Shark, ja. Ja, genau. Ein Hai, ja. Der sich verkleidet. Und bei Suicide Squad ist es ja auch so ein bisschen, dass der Hai irgendwie eher untypische Dinge macht teilweise. Ja. Also, oder untypisch da überhaupt besetzt ist. Ja, ja. Das stimmt. Also hier geht es natürlich, er frisst niemanden. Das ist halt immer noch ein Kinderfilm. Immer noch ein Kinderfilm in Anführungszeichen, weil, ich würde sagen, das ist so das typische Ding, was sich Erwachsene mit Kindern angucken können. Die Kinder haben ihren Spaß, weil die Figuren lustig aussehen und da viele Gags drin sind. Und die Erwachsenen finden halt die Referenzen berühmte andere, ja gut, es sind jetzt nicht viele Filmreferenzen, aber ich sag mal so von den Tropes, wie es so schon heißt, oder den Mechaniken, ist es halt so eine typische Gangsterkomödie. Der Vergleich mit Ocean's 11 kommt halt jetzt nicht von ungefähr. Also ich hatte meinen Spaß und ihr könnt ja einfach mal den Trailer angucken und selbst entscheiden, ob das was für euch sein möchte. Also ich muss auch dazu sagen, der Wolf wird im Original synchronisiert von Sam Rockwell. Aber so von der, wie er sich gibt und von der Art, ist es halt, könnte es auch George Clooney ideal synchronisiert haben, theoretisch, weil es wirklich eins zu eins dieser charmante Spitzbube mit dem Herz am rechten Fleck, ne? Darum geht es nämlich auch so ein bisschen, dass er so die Zweifel bekommt, ob das wirklich so geil ist, immer der Bösewicht zu sein. Sie sind halt die Bösewichte, weil jeder sie von vornherein eh als Bösewicht abstempelt, weil sie halt diese Tiere sind, die halt immer böse sind. Und dann geht es halt auch darum, ne? Muss man dann wirklich böse sein oder kann man nicht vielleicht doch Gutes bewirken? Und ja, also er hat eine schöne Botschaft, er ist lustig, er sieht gut aus und von daher ein super Animationsfilm für die ganze Familie, würde ich sagen. Ja. So, das war's. Gut. Dann machen wir noch jeder einen oder? Ja, ne? Ja, würde so ich sagen, kommt gut hin. Gut. Dann mache ich weiter mit Black Coal Thin Ice, also dünne schwarze Kohle, dünnes Eis. Und der hat den schönen deutschen Titel Feuerwerk am helllichten Tag. Also fast 1:1. Fast 1:1 und das war eigentlich schon das Erste, worüber ich mich erst aufgeregt habe, warum der so einen merkwürdigen deutschen Titel hat, aber ich habe dann gelesen, dass das ein chinesischer Film und die genaue chinesische Übersetzung wäre Feuerwerk am helllichten Tag gewesen. Mhm. Und das macht auch Sinn, wenn man den Film gesehen hat, dann macht der deutsche Titel auch durchaus Sinn. Der Film ist von 2014 von Diao Yinan. Keine Ahnung, ob ich den richtig ausspreche, aber der ein oder andere wird ihn vielleicht kennen.
weil er vor 2 oder 3 Jahren den Film Der See der wilden Gänse gemacht hat, Ah, okay. der so ein bisschen populär geworden ist, weil er optisch halt super aussah und halt auch so eine Krimi-Geschichte war. Und der hat mir auch ganz gut gefallen. Und ich wusste auch ursprünglich gar nicht, dass das ein Film von ihm ist. Und man kann die jetzt nicht unbedingt eins zu eins miteinander vergleichen. Also die Optik ist immer noch toll, aber sie ist ganz anders aus meiner Sicht als bei Der See der wilden Gänse. Ja, einer der Hauptdarsteller ist Liao Fan und den kennt man vielleicht aus Asche ist reines Weiß. Ein Film, wer Kino Plus guckt, gibt es immer, oder nicht immer, aber hin und wieder ein Plakat im Hintergrund. Auch ein chinesischer Film, der, keine Ahnung, auch 2, 3 Jahre alt ist, der ziemlich gut ist. Und den Schauspieler, den mag ich mittlerweile auch ganz gerne. Und bei dem Film geht es darum, der spielt Ende der 90er zunächst. Da werden Leichenteile gefunden in verschiedenen Kohlefabriken. Also hier mal ein Fuß, da mal ein Arm und so. Und ja, die Polizei ermittelt natürlich und findet auch relativ schnell einen Verdächtigen, den sie dann verhaften wollen. Aber bei der Verhaftung geht einiges schief. Und zwar insofern, dass zwei Polizisten dabei sterben. Ich würde sagen, ein bisschen aus Dummheit, glaubt, weil dem einen eine Pistole aus der Jacke fällt und einer der Verhafteten die ergreift und dadurch erst in der Lage ist, die beiden Polizisten zu erschießen. Und es kommt noch dazu, dass der Hauptdarsteller, dieser Liao Fan, der auch einen Polizisten spielt, angeschossen wird. Ja, und dann gibt es einen Cut. Das Ganze spielt 5 Jahre später oder so. Und man sieht dann den Polizisten, Shang heißt er, oder Sang, ja, wie er nicht mehr bei der Polizei arbeitet, sondern nur noch als Sicherheitskraft den ganzen Tag Alkohol trinkt und ja, von dieser Nummer damals, wo er sich vielleicht auch selber ein bisschen die Schuld gibt, ja, dass er da nicht runter von kommt und das nicht verarbeiten kann. Und ja, dann als nächstes kommt es noch dazu, dass er einen seiner Polizeikollegen von damals irgendwie trifft, der immer noch bei der Polizei arbeitet, und dass er erfährt, dass es weitere Morde gegeben hat, die dem Mord von damals ähneln. Und man war ja eigentlich der Meinung damals, na gut, von den Verhafteten, da wird es ja wohl jemand gewesen sein. Die wurden dann dabei übrigens auch erschossen, nicht nur die Polizisten. Deswegen ist es halt komisch, dass jetzt weitere Morde auftauchen. Und ja, das interessiert dann den Shang und er versucht dann wieder zu ermitteln, obwohl er ja kein Polizist ist und versucht dadurch wieder so ein bisschen aus seiner Depression herauszukommen. Und das Interessante dabei ist dann, dass es eine merkwürdige Verbindung gibt. Und zwar eine Frau, die verheiratet war mit einem der Opfer ursprünglich, die da zerstückelt irgendwo gefunden wurden. Die hatte weitere Liaisons oder wie man es nennt, und Verhältnisse mit weiteren Opfern, die aufgetaucht sind. Das finden die irgendwann Zufall. auch Zufall, genau. Und der ehemalige Polizist macht sich dann auf die Lauer und versucht herauszufinden, was daran ist. Kommt allerdings dann auch noch dazu, dass er sich so ein bisschen in sie verliebt oder verguckt. Und ja, das ist erstmal die Geschichte. Mehr sollte man nicht erzählen. Sie ist nicht ganz so einfach. Also sie ist nicht so Polizeirevier 110 mäßig, sondern man muss schon ein bisschen dranbleiben, damit man nachher versteht, was da eigentlich alles passiert ist. Also es ist schon eine etwas komplexere Geschichte, würde ich sagen. Und deswegen hat es mir auch ganz gut gefallen. Aber was mir insbesondere gut gefallen hat, sind die schönen Bilder aus dem China der End-90er, Anfang 2000er. Es ist halt alles sehr, also, wie soll man sagen,
dreckig und aber trotzdem schön auf der anderen Seite. Es kommt dann so zu so Schlittschuhfahrten, die ganz schön inszeniert sind, wo es auch zu Morden gekommen ist. Und ja, es ist jetzt kein brutaler Film oder so, es ist mehr ein Krimi, wo jemand versucht ja, herauszufinden, was denn da passiert ist. Und das fand ich eigentlich ganz cool. Ja, aber es ist, sag ich mal, nicht unbedingt für jedermann. Wenn man mit dem Regisseur anfangen will, dann würde ich eher sagen, schaut euch Der See der wilden Gänse erstmal an, weil der, glaube ich, etwas zugänglicher ist. Und wenn ihr den cool fandet, dann kann man nochmal über diesen Film nachdenken. Der läuft bei Mubi, falls man das hat. Oder kann man auch leihen bei allen anderen Dienstleistern wie Amazon, Magenta, Videobuster und was weiß ich. Ja, okay. Also tatsächlich hatte ich Asche ist reines Weiß und See der wilden Gänse beide schon, oder habe ich noch beide auf der Watchlist und dann wandert der auch direkt dazu. Den hast du schon auf der Watchlist. Ach, den habe ich auch schon. Ja, guck mal. Ja, Ja. das hätte ich jetzt nicht gewusst. Ja. Ja, ist ja ein Zufall. Genau. Wie auch immer du da hingekommen bist. Was? Okay, ja, lustig. Dann wurde er mir tatsächlich wahrscheinlich einfach irgendwann mal angezeigt. Ja, so kann es gehen. Oder vielleicht haben sie mal einen Trailer gezeigt bei Kino Plus oder so. Das kann natürlich sein. 2014 ist ja schon ein bisschen was her. Ja, Ja, man. ich tippe mal, weil, wie gesagt, der See der wilden Gänse so populär geworden ist. Das ist damals vielleicht, dass man da das Schock hat oder wer auch immer gesagt hat, ja, schaut euch auch die anderen Filme von dem Regisseur an, die sind alle ganz Kann auch cool. sein, ja. Ja. Ja, okay. Genau. Aber wie du schon sagst, ich werde wahrscheinlich erst einen der beiden anderen Filme gucken. Ich Ja. denke mal wahrscheinlich den See der wilden Gänse und ja, aber mal gucken. So viele Filme, so wenig Zeit, ne, wie das immer so ist. Eben. Gut, so, dann habe ich jetzt meinen letzten Film. Das war dein letzter, ne? Wir haben gesagt, jeder Ja. noch einen. Dann, also bevor wir natürlich zu den Shuffle-Feature-Filmen kommen. Zu Boah, den jetzt muss ich Highlights. aber echt, jetzt muss ich überlegen, jetzt bin ich hin und her gerissen. Nehme ich jetzt noch einen Film oder nehme ich mal eine Serie? Weil ja eigentlich der Zufallsfilm-Podcast, ja gut, der Film bleibt ja Zufall, oder der Zufall bleibt ja Film, besser gesagt. Ich bin echt hin und her gerissen. Also ich hätte noch Old Henry, den du ja, glaube ich, auch gesehen hast. Ich hätte aber auch noch She-Hulk. Das sind noch so die zwei Kandidaten bei mir, die 3,5 Sterne gekriegt haben in den letzten Wochen. Also ich wäre für Old Henry. Das habe ich mir gedacht. Ja, wobei, ja, zu Old Henry. Okay, dann mache ich so. Ich sage nur, She-Hulk, ja, ich habe ja schon gesagt, 3,5 Sterne. Hat mir ganz gut gefallen. Ich habe auch nichts anderes erwartet als eine Anwaltsserie mit Humor. Von daher war ich da jetzt nicht abgeneigt und das oft kritisierte schlechte CGI hat mich auch nicht gestört. Und ich hatte eine gute Zeit mit Chia. Ich habe das an einem Abend, nicht an einem Abend, an einem Tag weggeguckt. Und ja, das soll zu Chia gewesen sein. Vielleicht mache ich da auf meinem Kanal nochmal ein explizites Video dazu. Vielleicht einen Vlogcast mit jemand anders zusammen. Mit Sven oder mit Michael oder mit beiden oder was auch immer. Mal gucken. Ist vielleicht auch ein bisschen spät jetzt. Deshalb, dann nehmen wir doch Henry, Old Henry, dann können wir beide drüber sprechen. Ja, da möchte ich jetzt nicht so viel verraten. Das ist also, Old Henry ist ein Film von 2021, ein Western. Oder so gesehen Neon-Western. Ja, wobei, ich weiß gar nicht, wie würdest du Neo-Western definieren. Also ich überlege immer, ich schwanke zwischen, ist halt einfach ein Western, der jetzt hier moderner Western, der modern erzählt ist, oder ist Neo-Western eher was, was die Western-Mechaniken und so weiter aufgreift, aber jetzt nicht im Wilden Westen spielt. Sowas wie, keine Ahnung, No Country for Old Men zum Beispiel, wird ja, glaube ich, hier und da als Neo-Western bezeichnet. Also Nee, ich wäre eher bei Ersterem. ich auch. Ich würde Ja. sagen, eigentlich alles, was irgendwie, also das ist ja jetzt auch, Old Henry ist ja jetzt kein Western, wie man ihn, glaube ich, früher gedreht hätte. Das stimmt. Ja. Ja, gut, gibt es vielleicht auch. Ich habe nicht so viele Western gesehen tatsächlich damals.
Aber ist auch wurscht, wie man es jetzt bezeichnet. Es ist auf jeden Fall in irgendeiner Art ein Western. Es geht um einen Farmer, der mit seinem Sohn, also ein alleinerziehender Farmer oder Witwer, der mit seinem Teenager-Sohn, ich weiß gar nicht, wie alt ist der Sohn, 14, 15 oder so, glaube ich, Ja. die beiden leben zurückgezogen auf einer Farm, also wie das halt damals so war, ne? Der Westen ist groß und jeder, also er konnte sich dann, das erfährt man, weil er es irgendwann erzählt, er konnte sich halt irgendwann einfach ein Stück Land ja, aneignen, klingt jetzt falsch, claimen. Er konnte ein Stück Land in Besitz nehmen. Das war ja damals so. Es gibt ja sogar Filme darüber. Also unter anderem, ich glaube, in einem fernen Land mit Tom Cruise und Nicole Kidman hat diese Story. Es war wohl damals so, du bist quasi dahin gekommen, hast dir ein Stück Land ausgesucht und ich glaube, die Regelung war, wenn du ein Jahr lang da geblieben bist, dann gehörte dieses Stück Land offiziell dir. Und so war es auch bei ihm. Er hat sich dieses Stück Land gesichert, hat da eine Farm drauf gebaut, also nur was Kleines. Und die beiden leben da halt. Sein Schwager, also der Mann seiner inzwischen verstorbenen Frau, lebt etwas weiter weg, aber noch in, ich sag mal, Tagesreisenähe oder ähnliches, also einen Ritt entfernt. Ist auch egal, eines Tages findet halt unser Hauptdarsteller, gespielt übrigens von Tim Blake Nelson, den man unter anderem kennt aus The Ballad of Buster Scruggs, wobei er hier etwas oder sogar um einiges älter aussieht, muss man sagen. Also bei Buster Scruggs erschien er mir viel jünger zu sein. Ist auch egal. Eines Tages findet er halt einen angeschossenen Mann, der bewusstlos ist, und unweit des Mannes eine Tasche, eine Satteltasche voller Geld. Und ja, er nimmt den Mann mit zu sich nach Hause, pflegt ihn. Er ist War immer noch das nicht, bewusstlos. Entschuldigung, war das nicht Ja. Steven Dorff? Nee, Steven Dorff nicht, der. Oder ein anderer Bekannter, oder? Doch, doch, du, ich glaube, ich muss jetzt gerade noch, ich weiß nicht, welche Rolle er spielt, aber Steven Dorff ist da, ja doch, es ist Steven Dorff, richtig, genau. Ja. Den ich nur kenne eigentlich namentlich oder bewusst aus Blade. Ja, aber. In schlechter Erinnerung behalten, weil ich glaube, Was? Deacon Frost hieß er damals. Als Overacting Arschloch-Vampir. Yuppie-Vampir, also ich, ja, kann ich mir heute nicht mehr angucken. Egal, also auf jeden Fall Steven Dorff hier, der Verwundete, den er mitnimmt. Und also ja, ich möchte nicht zu sehr auf die Story eingehen. Wir kriegen auf jeden Fall auch mit, dass wohl eine Gruppe Männer, drei Männer sind es, glaube ich, ein Sheriff und zwei Gehilfen, stehen dann am nächsten Tag bei ihm vor der Tür und suchen nach diesem Mann. Er sagt aber, dass er niemanden gesehen hat. Die Tasche mit dem Geld hat er versteckt. Der Verwundete ist immer noch nicht zu Bewusstsein gekommen. Aber er ahnt halt, dass die hinter dem Geld her sind und traut dem Brat nicht so ganz. Wir haben auch schon gesehen als Zuschauer, dass er da den richtigen Instinkt hat, denn der Sheriff und seine beiden Helfer haben schon vorher einen anderen Mann kaltblütig ermordet auf der Suche nach dem Geflohenen und dem Geld. Ja, und mehr möchte ich eigentlich auch nicht sagen. Also, es gibt noch eine Art Twist am Ende, den ich allerdings sehr weit im Vorfeld habe kommen sehen. Deshalb würde ich den eigentlich nicht als Qualitätsmerkmal des Films bezeichnen. Was mich dann doch von dem Film überzeugt hat, ist einfach die Ausstattung, die Aufnahmen, also die Bilder und die Darsteller. Also allen voran Tim Blake Nelson und auch hier der Typ, der den Sheriff spielt. Ich nehme an, dass es Scott Hayes ist. Ich gucke gerade mal. Ja, genau, das müsste er sein. Die machen halt alle einen guten Job. Und es ist eine recht kurzweilige Western-Drama, ja, Thriller, es ist auch Spannung, keine Ahnung, wie man es nennen will, Unterhaltung. Recht ruhig erzählt, aber 99 Minuten gehen gut rum. Und ja, wie gesagt, auf nähere Inhalte möchte ich nicht eingehen, weil sonst nimmt man dem Film alles, was er sonst noch hat. Also wer Lust hat auf so einen klassischen oder nicht ganz klassischen Western, der kann da mal reingucken. Ich weiß gar nicht, ob der Trailer schon irgendwas verrät, was über das hinausgeht, was ich gesagt habe. Aber vielleicht weißt du das oder kannst da noch was ergänzen. Nee, Von meiner Seite wäre es das. ich gucke eigentlich auch keine Trailer mehr, von daher kann ich da nichts zu sagen und ich würde das auch so sehen wie du. Also die Optik ist gut, es ist halt alles grau-braun, ne? Also irgendwie düster und Tim Blake Nelson habe ich seitdem erst so richtig auf dem Schirm, muss ich sagen.
Okay. Und fand ihn halt auch, weil er halt in der ersten Folge von Guillermo del Toros Kuriositätenkabinett mitspielt, fand ich es halt auch wieder ganz cool. Und ja, der sieht natürlich bei Old Henry, na klar, es das heißt nicht umsonst Old Henry, sieht er halt relativ alt aus. Und ja, ich fand das auch cool. Ich fand den Twist auch nicht schlecht, auch wenn man es natürlich dann erahnen kann, aber das war alles ganz gut gemacht und ist aber Also was? grundsätzlich, Sorry. ja, ist aber Ich, wir haben grundsätzlich so einen auch kleinen, kein. Le wir haben so einen leichten Versatz und deshalb falle ich dem Sven immer ungewollt ins Wort. Red du erstmal aus. Ja, es ist natürlich kein Riesen-Action-Feuerwerk, sondern auch eher ein ruhiger Western und kann man aber echt gut gucken aus meiner Sicht. Ja, also was ich vielleicht noch dazu sagen würde, was nicht zu weit in den Spoiler-Part geht, der die Subline hier von dem Film ist auf Letterboxd, you can't bury the past. Und ja, man kriegt halt auch im Laufe des, also schon im Anfang des Films mit, der Mann hat halt eine Vergangenheit. Also er ist jetzt nicht der einfache Farmer, wie man es vielleicht denken mag, oder also nicht der typische Farmer, der hat halt noch mehr auf dem Kasten. Und wieso und warum, das erfährt man im Laufe des Films. Aber er weiß sich schon zur Wehr zu setzen und hat vor allen Dingen einiges auf dem Kasten. Also, das ist jetzt nicht der unbeholfene Farmer, der da in das Unglück stolpert. Und von daher macht es das dann doch interessant, nur halt, wie es im Film nach verpackt wird, das ist dann nachher wenig überraschend, aber trotzdem gut umgesetzt. Ja, das würde ich noch sagen. Ja, genau. Und wo gab es denn zu gucken jetzt aktuell? Den habe ich, gut, dass du fragst. Ich habe ihn bei Amazon Prime geliehen für 99 Cent, war der in der Aktion. Ich gucke gerade mal, was er aktuell. Aktuell kannst du ihn auf Prime Video für 4,99 leihen oder halt auf Blu-ray DVD kaufen. Und bei YouTube kann man ihn wohl noch ausleihen. Was ich persönlich noch nie gemacht habe, aber YouTube ist da quasi auch jetzt ganz vorne mit dabei, was so Filme angeht. Die haben ja eigenen ja, Kanal oder Reiter in der Menüleiste für Filme. Ich habe mir noch nie was da ausgeliehen, aber die Preise sind eigentlich vergleichbar mit Amazon, würde ich sagen. Also wer kein Amazon haben sollte, der kann ihn auch da zum Beispiel leihen, wenn man einen YouTube-Account hat. Aber ja. Ja. Also ich habe ihn für 99 Cent geliehen, 3,5 Sterne. Ich habe die 99 Cent nicht bereut, weil trotz Vorhersehbarkeit hat er mich dann doch entsprechend unterhalten und ja. Das wäre es zu Old Henry. Übrigens ist Tim Blake Nelson tatsächlich 1964 geboren, also allzu jung ist er auch nicht mehr. Aber jetzt auch noch nicht so alt, wie er im Film vielleicht wirkt, weil er ist halt doch sehr ausgezehrt und hat einen mächtigen Schnäuzer und Bart. Also der Bart jetzt ist nicht so mächtig wie der Schnäuzer, aber ja, das macht ihn, glaube ich, insgesamt so optisch ein bisschen älter, als er zum Beispiel in der, na, Cabinet of Curiosities Folge rüberkommt oder bei Buster Scruggs. Er hat übrigens auch bei Oh Brother, Where Art Thou mitgespielt, bei The Thin Red Line, bei dem ersten Hulk-Film mit Edward Norton war er wohl dabei. Da war er, glaube ich, der Wissenschaftler, mit dem Edward Norton da per Internet in Kontakt war, wenn ich mich da recht entsinne. Ja, ist auch egal. Bei Lincoln war er nicht dabei. Also auf jeden Fall kein unbeschriebenes Blatt und macht hier sehr guten Job in der Rolle. Ja, und dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zum offiziellen Gimmick-Teil des Podcasts, zum namensgebenden Shuffle-Feature. Wir haben letztes Mal wieder zwei Filme ausgelost per Zufallsverfahren bei Letterboxd aus einer Liste von allen Filmen, die wir noch nicht gesehen haben. Das haben wir auf jeden Fall irgendwie quasi aussortiert. Ich weiß noch nicht mehr, wie wir es gemacht haben. Ich hoffe, dass das nachher klappt, wenn wir die neuen Filme auslosen, aber das kriegen wir dann schon hin. Wir hatten zwei Filme ausgelost und zwar einmal Three Ages oder Drei Zeitalter von Buster Keaton aus dem Jahre 1923 und The Paper Tigers, ein Film aus dem Jahre 2020, so eine Art, ich würde es mal sagen, Martial Arts, Komödie, Dramedy, wie auch immer, Krimi, Dramedy, schwer zu beschreiben. Und wie immer würde ich sagen, Sven, such dir doch mal aus, mit welchem Film du anfangen möchtest, und ich weiß jetzt schon, welchen du nimmst, aber sag's mal. Oh, das täte mich ja jetzt interessieren, weil es eigentlich mir diesmal ziemlich egal ist. Aber ich nehme Three Ages.
Okay, touché. Ich hätte jetzt gedacht, du wälzt den auf mich ab und nimmst die Paper Tigers. Naja, ich Aber sag mal ja. so, es ist so eine 55-45 Entscheidung. Okay. Ja, dann nimm doch mal Three Für, Ages. ja, genau, Three Ages, ein Film von 1923 von Buster Keaton, der in Deutschland eigentlich drei Zeitalter heißt, aber bei Amazon heißt er, glaube ich, sogar die drei Zeitalter. Und ja, ist halt ein Stummfilm aus der Zeit, wo es um die Liebe geht. Und die Liebe wird dargestellt in drei verschiedenen Zeitaltern. Einmal Steinzeit, einmal römische Zeit und einmal Neuzeit, also damals 1923. Und Buster Keaton spielt in jedem dieser Zeitalter einen Menschen, der versucht, eine Frau zu umgarnen und dabei immer einen Widersacher hat, der meistens stärker, größer, anziehender irgendwie auf irgendeine Art und Weise ist. Und ja, in der Steinzeit ist es zum Beispiel, da gibt es am Anfang so eine Art Contest quasi, wo die jeder eine Keule in der Hand haben und sein Widersacher, der kriegt dann mit der Keule einen, glaube ich, vor die Brust und auf den Kopf und bleibt stehen und Buster Keaton kriegt einen mit der Keule und fällt natürlich sofort um. Also er muss dann halt versuchen, auf andere Art und Weise an die Liebste zu kommen. Und meistens spielen auch die Eltern jeweils noch immer eine Rolle, die den Partner gerne aussuchen. Also man merkt schon, das Frauenbild ist in diesem Film noch ein etwas anderes, als man das vielleicht heutzutage gewohnt ist. Ja. Ja, aber ich muss sagen, das Ganze ist schon, also erstmal hat mich überrascht, der ist koloriert gewesen. Also er war nicht in Schwarz-Weiß, sondern also richtig Farbe würde ich es jetzt auch nicht nennen, aber er ist schon ein bisschen eingefärbt. Und es gab schon ein paar Gags, die ich gar nicht schlecht fand. Also, Ja. beziehungsweise, wo ich sagen muss, hätte ich jetzt so nicht mit gerechnet. Zum Beispiel in der römischen Zeit, da fährt er ja irgendwie mit so einem, ja, was hat er da, so einem Wagen mit so Eseln oder Pferden vorne dran und hält dann im Parkverbot, wo dann auf Lateinisch quasi Parkverbot steht und so. Und so ein Typ ihn darauf hinweist, das fand ich nicht schlecht. Oder die Und Arme. Entschuldigung, da in der genau an die Szene habe ich auch unter anderem gedacht. Ganz kurz, weil du das gerade auch schon gesagt hast, ich musste auch sagen, der Humor hat mich so zwischenzeitlich an Mel Brooks Film erinnert oder sowas. Ne? Da könnten die teilweise auch vorkommen, die Gags. Genau in dieser Szene hat er nämlich auch noch der Wagen ein Nummernschild mit römischen Ziffern. Das fand ich auch so ein kleines nettes Detail. Aber also, jetzt mach weiter. Ja, genau, das stimmt. Oder der eine hatte so eine Armbanduhr als Sonnenuhr quasi. Also es sind schon ein paar Gimmicks da gemacht worden. Also insgesamt fand ich die Steinzeitfolge am besten, am lustigsten, dann die römische Zeit und dann die Neuzeit. Also die Neuzeit fand ich eigentlich gar nicht so gut. Ja, Dafür genau. fand ich die anderen beiden halt besser. Ne? Und gerade in der römischen Zeit, da gibt es auch noch so eine Art Wagenrennen gegen seinen Widersacher, was auch ganz lustig gemacht worden ist. Ja, also mich hat es eher ein bisschen überrascht, wie gut das eigentlich gemacht war und auch die Stunts, sag ich mal, die da in dem Film passieren. Also ich denke mal, dass teilweise natürlich gab es auch Tricks. Ne? Also in der Steinzeit tauchen natürlich auch Dinosaurier auf, die übrigens schon in einigen Filmen schlechter waren als in diesen. Das ist, glaube ich, mit Ja. Stop-Motion-Technik gemacht worden. Natürlich sieht man, dass das alles unecht ist und so, aber ich habe schon schlechtere Saurier durchs Bild laufen sehen. Und auch ansonsten klettert der und springt von Sachen runter und wo man denkt, hui, das, soweit ich weiß, hat er das alles selbst gemacht, seine Stunts. Das war schon beeindruckend, fand ich. Und das wird ein bisschen komisch, ist aus heutiger Sicht natürlich dadurch, dass nicht geredet wird.
Muss man natürlich auch schon ein bisschen dranbleiben, um zu verstehen, was da so passiert. Man muss sich Dialoge halt teilweise selbst denken. Und der Film hatte sowieso ein Problem, weil der war, habe ich mal bei YouTube oder bei Wikipedia recherchiert, der war eine Zeit lang verschollen und ist irgendwann in den 50ern wieder aufgetaucht und war aber ziemlich zerstört. Und man sieht das dem Film halt auch an. Das Bild ist teilweise sehr unruhig, Und beziehungsweise scharf auch. unscharf, unruhig und von aller übelsten Flackern durchsetzt. Gut, aber ist halt so. Der Film ist 100 Jahre alt und dafür fand ich ihn auf jeden Fall nicht schlecht. Und was wäre noch zu sagen? Ja, stimmt, das war Buster Keatons erster abendfüllender Spielfilm. Der hat vorher quasi nur so kürzere Sachen gemacht. Der Film geht jetzt 60 Minuten ungefähr, Pi mal Daumen. Und weil er sich halt nicht sicher war, ob so ein abendfüllender Spielfilm funktionieren wird an den Kinokassen, gibt es halt diese Episodenhaftigkeit, also dies Steinzeit, römische Zeit, Neuzeit, weil er sich gedacht hat, wenn das nicht funktioniert, dann kann ich die einzelnen Zeitalter noch als einzelne Filme in die Kinos bringen. Und ja, das hätte vielleicht auch funktioniert. Viel länger hätte der Film aus meiner Sicht auch nicht dauern dürfen, weil es dann schon ein bisschen anstrengend ist. Auch die Orgel die ganze Zeit, die zwar echt, die Musik fand ich nicht schlecht, aber ist schon ein bisschen ungewohnt, wenn man eine Stunde lang diese Orgel da hört. Und ich kann da erstmal nichts Schlechtes sagen, würde dem Film 3 Sterne geben. Mehr will ich dem jetzt nicht geben, aber ich glaube, die hat er verdient, wenn man berücksichtigt, dass der Film 100 Jahre alt ist. Okay, Was, ja. wie hast du es empfunden? Ja, jein. Also, was heißt jein? Das ist keine Antwort auf die Frage. Ich fand ihn auch, ich sag mal so, er hat mich auch hier und da überrascht. Gerade so was du schon angesprochen hast, was die Technik angeht. Zum Beispiel ist ja diese Szene mit dem Saurier ziemlich am Anfang. Das hat mich auch, das hätte auch eine, ich sag mal, eine frühe Variante der Flintstones sein können, weil es gibt, ist ja so eine Szene, er steht dann quasi auf dem Kopf von so einem Brontosaurus, hält so die Hand über die Augen und guckt sich so um, schaut in die Weite und der Dino-Kopf dreht sich quasi mit ihm hin und her. Und das fand ich auch schon für damals, da habe ich nicht mit gerechnet, dass da schon solche Effekte drin sind. Stop Motion halt. Oder auch gleich bei, wo wir bei der Neuzeit sind, Entschuldigung, das übrigens mal. Kurz zur Info für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Der Film wechselt halt immer. Also du hast, keine Ahnung, 5 Minuten Steinzeit, 5 Minuten Rom, altes Rom, 5 Minuten Neuzeit und dann geht es wieder von vorn los. Also immer so im Wechsel. Und direkt am Anfang von der Neuzeit-Episode ist er halt mit seinem Auto unterwegs und das fand ich auch schon überraschend, dass er dann während das Auto fährt, auf einmal das Auto unter ihm quasi auseinanderfällt. Das fand ich auch schon einen interessanten Effekt. Also nicht unaufwendig, was sie da gemacht haben. Und zu den Gags, wie gesagt, fand ich auch, dass die hier und da überraschend gut noch funktioniert haben. So kleine Gags auch hier in der Neuzeit. Du sagtest, er hatte immer so einen Nebenbuhler, der es auch immer irgendwie schafft, die Eltern der Angebeteten halt erstmal für sich zu gewinnen. Da gibt es halt eine Szene, da kommt der Vater an und die beiden präsentieren ihm quasi ihr Sparbuch. Und das wird dann kurz eingeblendet. Und der größere Typ reicht mir das Sparbuch und dann siehst du halt die Einblendung von dem Buch, wo dann First National Bank draufsteht. Der guckt rein, ist beeindruckt. Dann gibt dem Buster Keaton sein Buch und dann steht da Last National Bank drauf. Das war so ein Ding, wo ich gedacht habe, das könnte auch von Mel Brooks gewesen sein. Also, wie gesagt, auf der Ebene technisch und mit den Gags hier und da hat es mich positiv überrascht. Insgesamt war es dann aber doch nicht meins. Also dafür ist es dann doch zu behäbig. Viel hat nicht funktioniert. Ich stimme dir da auch zu. Gerade so in der Neuzeit hat mich diese Passage, wo sie im Restaurant sitzen, nicht so so überzeugt, beziehungsweise ich habe teilweise gar nicht verstanden, was das jetzt soll. Aber ja, im Großen und Ganzen
war es, ich sag mal, nicht so schlimm anzugucken, wie ich befürchtet hatte, muss ich sagen, weil ich habe noch keine große Erfahrung mit Stummfilmen gehabt, also meines Wissens, außer jetzt mal so früher hier und da kleine Ausschnitte von Charlie Chaplin-Dingern, die in irgendwelchen Sendungen auf ARD mal hier und da so zwischengeschnitten waren. Ich habe aber, da muss ich ehrlich sein, ich habe den halt angefangen und nach einer halben Stunde abgebrochen, also etwas über einer halben Stunde, habe ihn am nächsten Tag dann zu Ende geguckt. Weiß nicht, also es war mir in dem Tag dann zu viel. Es war mir zu schwer, mich darauf einzulassen, zu konzentrieren. Und da habe ich gedacht, ja komm, nee, guck ihn morgen zu Ende. Weil, und deshalb gebe ich ihm auch weniger Sterne als du. Ich würde ihm, also streng genommen würde ich ihm so anderthalb geben. Ich gebe ihm aber zwei. Und da ist wieder so ein oder ja, doch zwei. Der halbe bis Stern ist schon Bonus eingerechnet, weil ich halt wertschätzen kann, was er halt geleistet hat für damals. Aber ich bewerte ja auch immer so, wie unterhält mich ein Film heute? Und ja, da hat es mich dann halt doch größtenteils kalt gelassen, war mir zu langweilig insgesamt, oder zu wenig los. Da hätte er ruhig kürzer sein können. Ja, aber ein kleiner Spoiler schon mal. Also, der Film hat mich mehr unterhalten als der Paper Tigers, deswegen. Jetzt bin ich aber echt aus den Socken. Bei Ja. mir ist es genau andersrum. Also, ja, gut, da können wir ja gleich zukommen. Ja, also abschließend Three Ages auf jeden Fall mal aus filmhistorischer Sicht interessant gewesen, sich das mal anzugucken. Wenn ich jetzt an dem Tag fitter gewesen wäre, hätte ich es wahrscheinlich auch in einer Sitzung geschafft. Also so schlimm war es jetzt nicht. Aber ja, also man kann ja auf jeden Fall gucken, wenn man mal wissen will, was die damals schon filmtechnisch leisten konnten und so, dann guckt ruhig mal rein. Er ist momentan kostenlos auf Amazon Prime zu gucken. Vielleicht ist es auch einfach nicht meine Art von Humor, keine Ahnung. Also bis auf so kleine Sachen zwischendurch oder auch bei dem Wagenrennen dann mit den Hunden und Katzen Ja. oder der Katze. Aber ja, im Großen und Ganzen war es dann jetzt nicht so, wo ich so richtig begeistert vom Bildschirm gesessen habe. Ne? Von daher. Ja, wie gesagt, zwei Sterne ist ja bei mir auch noch durchaus guckbar. Also ich sag mal als Vergleich, ich habe auch Halloween 3 zwei Sterne gegeben, weil ne, es hat gereicht, um mich zu unterhalten, aber hat mich jetzt nicht von den Socken gehauen. Ja. Ja, aber es gab auch noch eine schöne Gesellschaftskritik zum Schluss, ne, als sie alle da aus ihren Häusern gekommen sind, ne? Das Ja, fand ich auch nicht so genau. schlecht, ne? Ich sage, die Familie hat einen anderen Stellenwert im Laufe der Zeit. Genau. Das fand ich auch noch ganz witzig. Und ja, also ich würde sagen, wenn du mich vor die Wahl stellst, den oder Paper Tigers, würde ich sagen, gucke ich mir lieber nochmal Buster Keaton Ja, krass. an. Ja, dann würde ich sagen, dann kommen wir doch zu Paper Tigers. Ja, den muss ich ja jetzt zusammenfassen. Paper Tigers ist ein Film aus dem Jahre 2020. Ich wusste da vorher noch nichts von, habe da auch noch nichts von gehört. Habe aufgrund des Plakats einfach nur irgendwas in Richtung Martial Arts erwartet. Hat mich insofern überrascht, dass es halt doch mehr in Richtung Comedy ging als so richtig Martial Arts. Das hat das Plakat jetzt nicht direkt hergegeben. Worum geht's? Wir sehen erstmal, glaube ich, im Rückblick drei junge Männer. Ich glaube, zwei chinesischer Abstammung, ein Afroamerikaner, die halt ich weiß gar nicht mehr, welche Stadt es war, irgendwo in Amerika, glaube ich, müsste es gewesen sein, bei einem Kung-Fu, wie es übrigens heißt, wie ich gelernt habe, nicht Kung-Fu, sondern Kung-Fu, bei einem Kung-Fu-Meister ausgebildet werden. Das Ganze fand ich auch sympathisch, wird quasi mit VS, ja, also ja, doch VS-Aufnahmen gemacht, dass man alte VS-Aufnahmen von den dreien sieht, wo auch immer schön das Datum und so eingeblendet wurde, wie man es halt kennt, ein bisschen kriseliges Bild. Die drei sind halt die drei Tiger, die bei ihrem Meister halt lernen. Und ja, jetzt mit dem Ablauf komme ich jetzt vielleicht ein bisschen durcheinander. Man kriegt also dann mit, die haben halt damals ihre Ausbildung bei ihm gemacht. Er ist übrigens Koch gewesen. Hat ihn nebenbei in seiner Garage scheinbar ausgebildet. Und dann haben wir einen Zeitsprung.
also vom, ich glaube, am Anfang sind wir im Jahr 1995 oder so und dann sind wir in der Gegenwart. Die drei haben sich entzweit. Unser Hauptcharakter, würde ich ihn jetzt mal nennen, ist quasi Vater, der mit seiner Frau in Trennung lebt, sich das Sorgerecht teilt, sich um seinen Sohn mehr schlecht als recht kümmert. Also irgendwie hat er immer Terminprobleme, ist nicht ganz zuverlässig. Sein Job kommt dann dauernd dazwischen. Seine Frau wirft ihm halt vor, dass er sein Wort nicht hält und so weiter und so fort. Und dann kommt es halt dann, dass er von einem von dem anderen chinesischen Mitschüler von damals aufgesucht wird, der ihm mitteilt, dass der Meister gestorben ist. Und das sieht man übrigens in einer Einblendung zwischendurch. Der Meister wird halt in so einer Gasse von einem Mann, den man nicht sieht, der im Schatten ist, im Kampf besiegt und stirbt dann an Ort und Stelle. Ja, und dann raufen sich die drei quasi wieder zusammen. Also sie haben sich alle so ein bisschen entzweit, aber wollen dann doch teils widerwillig herausfinden, was mit ihrem Meister geschehen ist, weil offiziell ist er an einem Herzversagen gestorben, aber sie kommen dann halt schnell, haben schnell den Verdacht, dass er quasi mit einer geheimen Technik den Poison Fingers, glaube ich, hieß es, quasi, ich sag mal so ähnlich wie bei Kill Bill, der Schlag des explodierenden Herzens oder wie das da hieß. Also er wurde mit so einem tödlichen Schlag wohl umgebracht und sie wollen herausfinden, wer es war. Und ja, gehen dann so auf Ermittlungen, legen sich mit noch irgendwelchen Halbstarken an, die auch Kung Fu lernen und müssen halt nach und nach zur alten Form zurückfinden, sage ich mal, weil sie natürlich ja in die Breite gegangen sind hier und da. Gerade die beiden Chinesen haben nichts mehr mit Kung Fu zu tun gehabt. Der Afroamerikaner ist glaube ich Boxlehrer oder ähnliches. Also hat noch ein bisschen was mit Kämpfen am Hut, ist auch in besserer körperlicher Verfassung. Der eine von den beiden oder ja, wie sagt man, Chino-Amerikanern, keine Ahnung, hat auch glaube ich, ein künstliches Kniegelenk oder auf jeden Fall ein verletztes Knie, hat da die ganze Zeit so einen komischen Apparat drumrum, so eine Bandage, kann also nicht mehr richtig laufen. Ist auch alles egal. Also auf jeden Fall wollen sie den Mörder ihres Meisters ausfindig machen, schaffen es auch irgendwann und dann läuft es auf einen Showdown hinaus. Also jetzt inhaltlich, storytechnisch jetzt nichts besonders Überraschendes, wobei ich tatsächlich eine Zeit lang jemand anders in Verdacht hatte, der Täter zu sein. Ich weiß nicht, ob es dir da ähnlich ging. Aber Nein. okay. Und das Ganze ist, wie gesagt, nicht ganz ernst gemeint. Also es gab so ein paar Szenen, die ich ganz nett fand. Zum Beispiel werden die drei halt auf der Beerdigung ihres Meisters tauchen dann so drei Halbstarke auf, die sich dann die Selfies vor dem Sarg des Meisters machen, was natürlich gar nicht geht. Die drei wollen sie suchen. Dann sind zwei von ihnen, die beiden Chinesen, nenne ich sie jetzt mal wieder, sind in quasi der Gasse, wo ihr Meister gestorben ist und stehen da. Und in dem Moment geht eine Tür auf und einer dieser drei Halbstarken kommt raus, um eine Zigarette zu rauchen. Sieht die beiden, schmeißt ihnen die Zigarette entgegen und rennt weg. Und es setzt diese typische Verfolgungsjagd mit Musik ein. Und der eine der beiden läuft halt los. Und du denkst, jetzt kommt eine Verfolgungsjagd, aber nach 5 Schritten geht ihm die Puste aus, die Musik hört auf und das war's. Das sind quasi so die humoristischen Einlagen hier und da, die dem Sven nicht so ganz gefallen haben, wie ich an seinem Blick schon sehe. Nee. Aber ich fand, also der Humor zündet nicht immer, aber ich fand es eine interessante Mischung, so eine Martial Arts Comedy zu sehen. Das ist jetzt nicht kein Rush Hour oder so, der viel unterhaltsamer ist. Aber insgesamt hat mir der Mix dann doch ganz gut gefallen. Er hätte vielleicht auch hier ein paar Minuten kürzer sein können. Der gut 108 Minuten, also ich glaube, knapp 90 hätten auch gereicht. Aber im Großen und Ganzen fand ich den durchaus unterhaltsam und okay. Ja, das wäre meine Zusammenfassung. Dann schieß Ja, mal los. also ich habe nach 50 Minuten auf die Uhr geguckt und da war immer noch gefühlt Einführung. Also ich finde der Anfang, also diese Rückblenden, wo du gesagt hast, mit dieses VHS-mäßige, wo man zeigt, wie es früher gewesen ist, wie die Leute sich dann wieder kennenlernen, das dauerte ewig lang für mich und bis der Film dann mal in die Gänge kam. Ja, die Geschichte fand ich auch relativ zusammengestöpselt und hat mich überhaupt gar nicht irgendwie, irgendwann gar nicht mehr so richtig interessiert. Also, wo die ersten drei Jugendlichen da zum Beispiel auf
aufsuchen. Das war ja auch, der eine erzählt so, ja, müsst ihr mal denen hinterherlaufen. Ich glaube, die wissen was oder so. Ne? Dann kommt ja irgendwie raus, dass die eigentlich gar nichts damit zu tun haben oder so oder gar nichts quasi wissen. Dann gehen sie zurück zu dem Typen, der den Hinweis gegeben hat. Ja, ich hab gedacht, die könnten irgendwas Interessantes erzählen. Also die Geschichte fand ich schon ein bisschen zusammengestöpselt und zu dem Ja, Kampf. da darf ich da einhaken. Ja. Das habe ich aber durchaus so interpretiert, dass der das schon wissentlich gemacht hat. Weil da muss man Ja. dazu sagen, es ist halt quasi ein alter Widersacher in Anführungszeichen von ihnen, der inzwischen selber Kung-Fu-Meister ist und eine Schule hat. Also quasi so, ja, wir haben ihn früher gebullied, sage ich mal. Er ist aber so ein arrogantes Arschloch geworden auch, oder war es wahrscheinlich auch schon früher, keine Ahnung. Und ich habe das schon so verstanden, dass er gedacht hat, ja, lass die alten Säcke mal die drei Typen da jagen und dann können die mal schön vermöbeln. Ja. Weil die ja natürlich schon doch noch was auf dem Kasten hatten, Kung-Fu-mäßig. Aber ja, also die Story hat mich jetzt auch nicht am Ball gehalten. Das war jetzt nichts, wo ich gedacht habe, oh Gott, wer mag es wohl gewesen sein? Wie geht dieser Fall wohl aus? Ja. Es war einfach kurzweilig und okay für mich. Ja, zu den Kung-Fu-Einlagen. Die fand ich okay. Also, es ist jetzt keine große Inszenierung. Meistens sind es so drei, vier Schläge. Und dann ist auch erstmal wieder Ruhe. Und dann kommen wieder drei, vier neue Schläge. Also man darf sich das jetzt nicht so vorstellen, dass es irgendwie großartig aufwendig gemacht ist, wie Das stimmt, wie Jackie Chan oder so. genau, oder The Raid oder die Ip Man-Filme. Nee. Also damit hat das gar nichts zu tun. Das Pluspunkt gibt es, die Schläge hören sich hart an, zumindest. Also sie wirken jetzt nicht so, als wenn wir das machen würden oder so. Also, Zumindest, genau, zumindest wenn der Richtige zuschlägt, dann hört man das Kung-Fu. ja, genau. Und was ich auch merkwürdig fand, ich meine, eigentlich, die waren ja so außer Form, dass ich auch erwartet hätte, dass die Geschichte so ein bisschen noch laufen wird, wie man sie dabei sieht, wie sie sich wieder in Form bringen oder so, ne? Montage, Montage. Ja, okay, aber so hat es nicht funktioniert, fand ich auch ein bisschen merkwürdig dann. Und zu den Witzen, also es gab anderthalb Sachen, wo ich tatsächlich lachen musste. Einmal bei dem Typen in der Kampfkunstschule, als der anfängt, da seinen Pelikan und Tiger und was weiß ich nicht zu machen. Das fand ich witzig. Und die Toilettenszene. Wo ich der Meinung bin, die hätte man noch irgendwie cooler machen können. Aber ja, also Pluspunkt ist auch noch, die drei Hauptdarsteller sind grundsätzlich sympathische Figuren gewesen. Auch wenn, ich habe mal geguckt, die haben vorher auch noch nie irgendwie großartig, sind die in Erscheinung getreten. Und man muss berücksichtigen, dass das ein teilweise Kickstarter-finanzierter Film ist. Der kein großes Budget hatte, dafür sieht er aber professionell aus, muss ich sagen. Und man hat versucht, schon mehr oder weniger das Maximum rauszuholen. Ja. Ja, wie du sagst. Also ich habe auch anderes erwartet. Ich hätte es auch besser gefunden, wenn es ein bisschen mehr durchchoreografiert wäre, aber das ist ja tatsächlich hier im Sinne der Story, dass die drei natürlich jetzt nicht mehr auf der Höhe sind, zumindest zwei von denen. Und der dritte, der quasi eigentlich noch, der Afroamerikaner, der halt noch fit ist, der hat halt einfach keinen Martial Arts mehr trainiert und hat es deshalb, der weiß teilweise nicht mehr, welche Bewegung man machen muss bei der BMO-Begrüßung. BMO Ja. sind übrigens diese Kämpfe, zu denen die sich gegenseitig herausfordern, was dann so in Best of Three oder sowas dann quasi geregelt wird. Aber ja, insgesamt, wie gesagt, ich fand ihn einfach sympathisch, weil auch die, wie du schon sagst, die drei Typen fand ich sehr sympathisch, auch gut besetzt. Optisch sah das Ganze gut aus. Und er hätte mich natürlich viel mehr überzeugt, wenn es richtiges Martial Arts gewesen wäre. Aber ja, ich fand ihn jetzt auch nicht überragend, aber er hat mich dann insgesamt halt doch mehr bei der Stange gehalten als der Buster Keaton-Film. Weil er halt recht kurzweilig war. Aber jetzt, man sollte jetzt auch keinen Comedy-Highlight oder Martial-Arts-Highlight erwarten. Ist halt ein netter kleiner Film, den man gucken kann, aber nicht gucken muss. So. Wenn er jetzt nicht auf unserem Shuffle-Feature erschienen wäre, hätte ich ihn wahrscheinlich nicht geguckt, aber wahrscheinlich noch eher, kommt auf den Trailer an, den müsste ich mir nochmal angucken, den habe ich natürlich auch nicht gesehen jetzt.
was so der Trailer für einen Eindruck erweckt. Ne? Manchmal sind die Trailer ja so geschnitten, dass man mit einer anderen Erwartung vielleicht reingeht. Das werde ich nachher im Nachgang vielleicht mal machen, mir den nochmal angucken. Aber ja. Wie viele Sterne hast du dem jetzt gegeben? Ich habe ihn noch gar nicht bewertet, aber ich würde dem jetzt tatsächlich auch 2,5 geben. Da siehst du, dann sind wir uns ja einig. Also, Ich gebe dem auch 2,5. ja, guck mal. So, bei deinen 2,5 sind ja eigentlich meine 3,5 wahrscheinlich, aber also ich gebe dem halt eigentlich so, was Inhalt angeht und so, sind es 2 Sterne und der halbe Stern ist wieder ein Bonus, weil sympathisch gemacht. Also man hat gemerkt, dass die halt Spaß dran hatten. Die Chemie zwischen den dreien finde ich ganz gut gelungen. Und auch den Gegenspieler oder ehemaligen Gegenspieler, den Carter, fand ich ganz, Ja. ganz nett. Aber und übrigens auch hast du den Gastauftritt bemerkt? Er war doch zum Schluss, oder? War es nicht Er irgendwie war auch? der war einmal Ah. in der Mitte ungefähr. Da In habe dem ich noch gedacht, Restaurant. genau, da habe ich gedacht, der kommt dir doch bekannt vor. Aber ich konnte nicht, kam nicht drauf. Aber am Ende hat er eine bisschen längere Szene mit den dreien gehabt. Und da in dem Moment habe ich gedacht, Moment, ist das nicht? Und da habe ich nachgeguckt und er war es. Das ist nämlich der Typ aus Karate Kid 3, Entscheidung in Okinawa. Nee, ist das 2 oder 3? Ich komme immer durcheinander, welcher ist. Auf jeden Fall Entscheidung in Okinawa, der Gegenspieler von Daniel San. Der ist da als Kellner im Restaurant zu sehen oder Restaurantbesitzer Ja. vielleicht sogar. Ja, ich doch, Besitzer, er sagt ja, das geht aufs Haus, hier die drei Tiger. Ja, fand ich auch noch nett, Ja. weil sie es auch noch so sagen hier, die drei Tiger, Kung Fu und Karate Kid. Ha. Ja. Ja, da war es dann offensichtlich. Ja, aber sonst, wie gesagt, ja. Kurzweilig kann man gucken, muss man nicht. Ich habe schon Schlimmeres gesehen. Ja, genau. Also ich sag mal, wenn man Karate Kid mag und Cobra Kai so ein bisschen in die Ecke geht das ja in Richtung Cobra Kai, fand ich. Dann kann man das gucken. Zumal es ja nichts gekostet hat bei Amazon Ja. jetzt gerade aktuell. Richtig. Ja, okay. Aber lustig, ich habe jetzt tatsächlich echt gedacht, dass du es genauso sehen würdest wie ich. So kann es manchmal gehen, ne? Also zumindest was jetzt die Wertung der beiden Filme gegeneinander angeht. Jetzt bei der Bewertung des einen Films sind wir jetzt ja doch recht nahe Ja gewesen dann gut, eigentlich. Oder bei beiden sogar du warst ja auch eigentlich ein großer Fan von Disneys Dinosaurier. sogar. Großer Fan, ja. Bitte alle noch mal die Folge hören. Großer Fan war ich nicht. Ja. Aber ich war nicht ganz so abgeneigt wie Sven. Ich konnte über einige Sachen eher hinwegsehen. Ja. Gut, so. Dann würde ich sagen, können wir doch zum Shuffle-Feature kommen, also beziehungsweise zur Auslosung der nächsten beiden Filme für die nächste Ausgabe. Da muss ich jetzt mal wieder hier schauen. Das ist ja einmal kurz live im Hintergrund vorbereiten. Ich muss jetzt wieder meine Liste finden. Wieso Crewpicks? Wo sind denn meine Listen? Ach so, ich bin in der falschen Listenliste gelandet. So. Hä? Nee, warte mal, das ist auch die falsche. Moment. Man muss ein paar Likes bei dir gucken. Genau, ich habe nämlich wieder auf Liste geguckt, aber da waren ja meine Listen. Genau, Likes und da sind die Listen. All the Movies, das war die Liste, die wir zugrunde legen. Das ist eine Liste mit 28.658 Filmen. Ja. So. Dann Ja. Service Stream Only. Genau, da bin ich schon dabei. Wo ist es denn? Stream Only, zack. Errechnet. Er rechnet immer noch. Ich sehe wieder verpixelt das Bild aus dem Film, den du letztens vorgestellt hast, glaube ich. So. Oh, ja, es ist schon wieder viel weniger. Jetzt haben wir nämlich nur noch 4.712 Filme, die in Frage kommen. Und wir haben jetzt noch nicht, das kann ich auch, glaube ich, nicht jetzt so live aussortieren, die wir schon gesehen haben, ne? Das geht, glaube ich, nicht. Das müssen wir wieder machen, wenn der Film. Du kannst bei dem Auge kannst du bei dir noch machen Hide
Watched-Films. Ah, ja, danke. Genau, aber bei dir, von deinen Filmen, die kann ich nicht ausfiltern. So war es, Nee. genau. Aber du kannst schon mal Okay. deine und dann müssen wir mal gucken. So, jetzt bin ich gespannt, wie viel von den 4.700 noch übrig sind, nachdem meine Filme raus sind. 3.700 sind jetzt noch übrig. Okay. Gut. Dann bereite ich jetzt mal kurz vor, dass ich das Ganze wieder aufnehmen kann für die Zuhörerinnen und Zuhörer, beziehungsweise die Zuschauer bei YouTube. Also den Shuffle-Prozess werde ich jetzt hier bei YouTube dann wieder einblenden. So, ich sehe den Sven nicht mehr, dafür sehe ich jetzt hier die Liste. Und dann würde ich sagen, jetzt müsstet ihr die Liste auch sehen. Dann gehe ich jetzt hier wieder auf, nee, nicht Sortlist by Order, doch, ne? Ja, und da an Genau, und vierter Stelle, dann Shuffle, ja, genau. fünfter Stelle Okay, dann. also nochmal für alle, die es nicht wissen, ich drücke jetzt gleich hier auf Shuffle und der Film, der oben links als erster steht, das wird unser erster Film für die nächste Folge. Dann werde ich nochmal shuffeln und dann auch wieder oben links. Der Film, der bleibt, wird der nächste Film. Es sei denn, jetzt sagt einer von uns beiden, na, den haben wir doch schon gesehen, dann schaffen wir erneut. Aber ansonsten nehmen wir alles, was da kommt. Und So, also, ja, vielleicht ja. nur eine Ausnahme, wenn das jetzt der achte Teil von irgendeiner Anime-Serie ist oder so, die wir Ach beide so, nicht ja, kennen, okay, gut. dann werden wir den auch nicht gucken, weil es einfach keinen Sinn macht, wenn man die ganze komplette Vorgeschichte bei sowas nicht kennt. Guter Einwand. Ich sehe nämlich zum Beispiel gerade der Film, der jetzt momentan da steht, ist End of Evangelion. Das macht natürlich jetzt auch keinen Sinn, wenn man Evangelion noch nicht gesehen hat. Ja. Aber wir gucken einfach mal. Hoffen wir einfach, dass wir nicht so viel Pech haben. Ansonsten schaffen wir halt nochmal. So, also ich drücke jetzt auf Shuffle. Der Sven sieht also jetzt nicht, was kommt. Der wird sich noch mehr überraschen lassen müssen als ich. So, Ja. ich drücke jetzt. Und es wird der Film ermittelt. Ist immer noch. Okay, Ja. ich ahne Böses. Und zwar der Film, den wir jetzt gucken müssen, Sven, ist, ich versuche mich alle, ich glaube, türkischen Mitbürgerinnen und Mitbürger müssen mich entschuldigen. Ich versuche es mal. Bisböyliyiz oder so. The Was? Way We Are The way we ist der are. Film. The Way We Are. Ist der Film, den wir gucken müssen. Geht 121 Minuten und nach dem Cover zu urteilen, gehe ich von einer Rom-Com oder ähnlichem aus. Oder Familien-Comedy, keine Ahnung. Naja. Von Also. Dana Özgürlü. Ah, okay. Ja, aus dem Jahr 2020. Also, ich kann schon mal so viel verraten. Es wäre jetzt kein Film, den ich jetzt aus freien Stücken geguckt hätte. Und jetzt habe ich auch gerade die Be Bewertung gesehen und die be bestärkt das nochmal. Aber okay, wir werden ja sehen. So. Und jetzt drücke ich nochmal auf Shuffle. Und dann haben wir den zweiten Film. Und los. Er rechnet noch. Oder lädt noch, wie auch immer. Können wir vielleicht noch Überträgt noch Daten. so eine lustige Musik noch einspielen? Ja, jetzt hör mal auf. Das Schneiden ist schon aufwendig genug. Ja. So, okay, der nächste Film. Das Plakat sagt mir von weitem noch mal gar nichts. Der Film heißt Chariots of Fire von 1981 von Hugh Hudson. This is the story of two men who run, not to run, but to prove something to the world. Okay. Ja. Ist das Rupert Everett da? Nee. Ja gut, also. Also, mir sagt die Besetzung jetzt spontan auch nichts. Zumindest die ersten beiden Reihen. Ian Holm oder Holm oder wie auch immer. Holm, glaube ich, ne? Ja. Das ist doch hier der Bilbo Beutlin unter anderem, ne? Oder Ash aus Alien, wenn ich mich nicht irre. Ja. Aber sonst, ja, sonst sagt mir da erstmal keiner der Namen was. Die Bewertung lässt allerdings schon mal Besseres erahnen. 3,3 ist jetzt nicht so ganz so schlecht für den Schnitt hier. Ja, aber auch hier kann ich direkt sagen, kein Film, den ich jetzt auf dem Tacho hatte, auf dem Tacho, auf dem Radar, so, hätte ich jetzt auch nicht unbedingt von mir aus geguckt.
Nee, aber Ja. der sieht interessant aus. Bei dem türkischen Film, okay, so viele türkische Filme habe ich noch nicht geguckt. Mal gucken, was das so gibt. Es wird Ja, also ich sag interessant. mal, da schreckt mich eher, nicht eher, da schreckt mich weniger das Türkische ab, als der Inhalt des Films, so augenscheinlich, worum es Ja. da gehen mag. Ich weiß nicht, ob du Aber. das auch noch so siehst, wenn du den im türkischen Original mit deutschen Untertiteln gucken musst. Das werde ich auf jeden Fall tun. Und ich habe, genau wie du, noch nicht viele türkische Filme gesehen. Also spontan fällt mir nur Baskin oder wie Ja. auch Beskin ein. Da hat mich die Sprache auch am wenigsten gestört, sage ich mal. Also Ja. fürs Flair werde ich ihn auf jeden Fall im Original mit Untertiteln gucken. Aber ja, wie gesagt, die Story. Ja. Und gut, ich weiß ja, die Darsteller kann natürlich auch sein, wenn das so Soap-Niveau sein könnte, vielleicht, dann kann das natürlich auch nochmal Abzug in der B-Note geben. Aber ja, ich sag Ja. mal so, tatsächlich würde ich jetzt spontan sagen, ja, bei dem zweiten bin ich optimistisch, weil es scheint auch irgendwas Historisches zu sein. Ich habe da kurz was im Augenwinkel von Olympischen Spielen in Paris gelesen. Also, Ja. wer weiß, kann so ein Überraschungsding sein, wo man dann doch angenehm überrascht ist. Aber beim ersten bin ich nach wie vor skeptisch. Ja. Aber gut, werden wir sehen. Im Vielleicht wahrsten Sinne des Wortes. ist es auch eine versteckte Perle. Kann auch alles passieren, ne? Nur weil viele den nicht so gut fanden, heißt es ja nicht, dass er einem selber nicht gefällt. Also, Ja. naja, aber die Hoffnung stirbt zuletzt, ne? Gucken wir mal. Super. Ja. Ist das. Achso, ich sehe gerade. Ja, nee, alles gut. Ja, hast du noch irgendwelche letzten Worte für heute? Irgendwas, was du noch anmerken wolltest? Oder Nee, erwähnen? ich habe alles erzählt, was ich erzählen wollte. Das freut mich. Gut, dann haben wir unsere Aufgabe fürs nächste Mal. Ich denke mal, wir werden auch beide die Guillermo del Toro Anthology-Serie weitergucken und vielleicht da auch nochmal nächstes Mal drauf zu sprechen kommen, so mit dem Fazit oder Highlights der Staffel. Und dann halt die beiden Shuffle-Filme und dann mal gucken, was wir uns sonst noch so unabhängig voneinander angeguckt haben bis dahin. Richtig. Ja. Dann sage ich wie immer, danke Sven für die Zeit, die du mit investierst hier. Und danke an die Zuhörerinnen und Zuhörer fürs Zuhören natürlich. Genau. Ja, viel Spaß. Also, vielleicht seht ihr ja den einen oder anderen Film. Könnt ihr ja gerne kommentieren und was ihr dazu sagt. Und ja, wir freuen uns aufs nächste Mal. Ja, das würde mich auch interessieren, wenn ihr irgendwelche Filme guckt, die wir hier vorgestellt haben oder auch schon geguckt habt, gerne unter dem Video auf YouTube, auf Nerdgedöns hier auf meinem Kanal kommentieren oder zum Beispiel auf Twitter, wo ihr uns auch beide findet. Das wird unter dem Video verlinkt. Auch da könnt ihr uns gerne schreiben, wenn ihr irgendwas in der Richtung gesehen habt von unseren Sachen hier oder Tipps habt, ne? Irgendwelche geheimen Filmperlen, die wir uns mal angucken sollten. Also das wird jetzt nicht garantiert, dass wir die dann gucken, aber kann ja mal was Interessantes dabei sein. Ja, Genau. dann würde ich sagen, machen wir den Sack zu und ich sage nochmal Dank an alle und bis zum nächsten Mal. Jo, macht's gut. Ciao. Tschüss.